gegeben haben. Zum Beispiel haben wir auch gemacht Sackhüpfen. Sackhüpfen? Eine Frau hat gewonnen, die hat sich einen mitgebracht. Und dann haben wir noch Eierlaufen gemacht. Eierlaufen? Zimmermannrennen. Wir waren nachher all nackig. Wart in der Straße? Ja, waren dann doch Frauen bei. Wir waren all nackig. Ob da Frauen bei waren? Ob da Frauen bei waren? Ja. Ja, ist es denn möglich? Zimmermann, du Schwein. Ob da Frauen dabei waren, weiß ich doch nicht. Ja, wieso denn nicht? Aber wir hatten doch all nichts an, Junge. Da bin ich in Schwierigkeiten gekommen. Wieso bist du in Schwierigkeiten gekommen? Ich war mitten in der Straße. Ja. Voller Menschen. Ja. Da musste ich mal müssen. Das ist furchtbar, ne? Hast du schon mal auf einem Straßenfest müssen müssen, wenn du musst? Aha. Mal lieber. Die Natur, die rief, die drückte gar nicht das Arendo. Ja. Und der Weg war noch so weit bis zur Toilette. Ja, und dann? Auf Englisch, it was a long way to Pipperary. Ja, dann habe ich mich dann einfach an einen Giffel gestellt. Du meinst, du hättest dich einfach an eine Wand gestellt? An eine Wand, genau. Ja. Und? Schlauer Bursche. Ja, und? Und dann kam die Polizei. Oh. Weißt du, was der Polizist gesagt hat? Nee. Das ist ein öffentliches Ärgernis. Ja, hätte der Mann doch recht gehabt. Der hat doch ja nicht richtig hingeguckt. Hatte nur die Hälfte gesehen. Dann hat er noch gerufen, einpacken, aufhören. Ja, ja. Was er sich einbildet, nur weil er eine Uniform anhat, ne? Der hätte ja von der Prinzeljade sein können, aber ich woher, ne? Ja, ich vielleicht dran gekriegt. Wieso das dann? Eingepackt habe ich, aber aufgehört habe ich nicht. Das war ein falscher Vormittag, kann ich Ihnen sagen, Junge. Naja, es war sowieso Regen angesagt. Aber es war herrlich. Der Pastor war auch da. Pastor ist auch da gewesen. Der hat mich eingeladen in die Kirche. Bist du dann da gewesen? Ich bin da gewesen. Der hat ja ein riesengroßes Wohnzimmer. Bist du? Aber keine Möbel. Keine Möbel? Keine Möbel. Aber viele da? Menschen hat er da drin. In der Kirche? Der muss eine Wahnsinnsfamilie haben. Wieso das dann? Alles Menschen. Und die waren alle am Rauchen. Auch gegen der Kirche doch nicht. Die waren am Kiffen wie bekloppt. Die ganze Kirche war voll Qualm. Ach, wenn ich doch sage, ich schwöre, dem ist verschreckte Bierflasche aus der Hand. Die Falle, die ich das gesehen habe. Ja, der Pastor, der kennt mich. Der weiß, dass ich jeden Tag eine gute Tat mache. Du machst jeden Tag? Jeden Tag. Und der Tag ist noch nicht vorbei. Was hast du da gemacht? Zum Beispiel heute Morgen um 8:30 habe ich eine ältere Dame über die Straße gebracht. Ja. Das war Arbeit. Wieso das da? Die wollte ja nicht rüber. Da habe ich 4 Stunden dran gearbeitet. 4 Stunden? Da war er jetzt satt. Da habe ich das Gebiss abgenommen und da ist sie hinter mir hergelaufen. Und das habe ich auch nicht gestohlen, ne? Oder vorgestern zum Beispiel. Was hast du denn da gemacht? Da war eine Dame auf der Rolltreppe vor mir. Ja. Das musst du dir vorstellen, eine Dame auf der Rolltreppe vor dir. Ja. Also ein Fernsehapparat vor dir. Ja. Da hatte die Dame hinten... Wo? Ja, wo dann? Hinten, ich kann doch nicht Arsch sagen, der Kalber muss sauber bleiben. Die hatte hinten im geteilten Deutschland... Ja. ...hatte die Dame das Kleid angeklemmt. Ja. Das muss doch wehtun, das muss doch zwicken. Ja, was hast du denn gemacht? Da habe ich das Kleid vorsichtig rausgezogen. Ja, und dann? Da habe ich eine auf das Auge bekommen. So eine Hummus hatte ich. Ja, du hast doch 2 blaue Augen. Ich hab da gleich direkt wieder tiefer reingesteckt. Ach, hör auf. Lass mal singen, komm, erzähl nicht ja, so komm. Lang. Ich schlage ein paar vor. Ja, ja, wieder lang. Ich bin ja ein Schlägertyp. Ja. Ich bin ein Wahnsinnsschlägertyp. Ich habe vor der Woche 5 Mann zerschlagen, eigenhändig. 5 Mann? Die liegen heute noch im Krankenhaus. Aha. Der Älteste von denen kommt nächstes Jahr in die Schule, aber soll es. Willst du Freude dir machen und nicht herzlich schlagen? Lustig sind und schunkele, Janke aus im Dunkele. Wo sie strippen alle Schlag, grüme da wie's in der Nacht. Manch Fläche wie doch beie Klötz. Und wenn du dann doch bei man jetzt, der Dom, der Schauke, der Dicke, Dack, ja, das genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der Schauke, der Dicke, Dack, ja, das wie du im Lack. Willst du uns ein Mädchen, schmeck wie ab
Ampeltäsche, drückst das Kind zernahnet Hetz, fühlst dich wie ne junge Fetz, dann ne Gläschen Moselwing, innen ne Stüffchen he am Ring, dat Fläschje schmeckt, et Hetz je um, dann gehst du noch ein zweite drum. Der Dom, der schaukelt, der dicke Dack, ja, der ist genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der schaukelt, der dicke Dack, ja, der ist wie du im Lack. Der Dom, der schaukelt, der dicke Dack, ja, der ist genau wie du im Lack. Ja, der Dom, der schaukelt, der dicke Dack, ja, der ist wie du im Lack. Dass ich vergangene Woche Probleme gehabt habe, wie ich heimgefahren bin. Du hast Probleme? Ja. Halt's fest, mein Freund, ich kann sie nicht brauchen. Aber stell dir doch uns vor, ich hatte einen Vergaserbrand oder sind mir die Flammen hingen rausgeschlagen. Warst du schon mal bei einem Spezialisten? Ja klar, aber ich bin ein Spezialist. Weißt du, was der für mich gesagt hat? Der Riemen von der Wasserpumpe wird gerissen. Ich hab dir immer gesagt, du darfst nicht so scharf essen. Wie hängt das mal doch am Auto passiert und nicht beim Essen? Ach, dein Auto hat hier gebrannt. Ja, klar, ja, das hat er doch direkt. Man macht sich richtig Kopfschmerzen um dich. Ich dachte schon, der explodiert jeden Moment. Und da hast du in dem Auto gesessen? Ja, da habe ich drin gesessen. In dem Feuer? In dem Feuer. Oh, da kann man braun werden. Aber Eierschalen brennen ja nicht, ja. Na, hast du mitten in dem Feuer drin gesessen? Mitten drin, ja. Da muss ja ein wahnsinniger Auflauf gewesen sein. Menschenauflauf, meine ich. Richtig. Ein Eierauflauf. War bestimmt die Feuerwehr da, ne? Feuerwehr war da. Ja, die schocken das Ei ab. Feuerwehr, Polizei. Polizei ja, auch. Das geht ja blitzschnell, du bist ja nicht unbekannt in Köln. Das geht zum Beispiel so. Zimmermann brennt! Aber ich muss sagen, du lebst sehr gefährlich. Ich weiß das ja. Das kann man ins Auge gehen. Das ist ja Jod. Da kann man bei kaputt gehen, weißt du, was du da machst? Da kann man sterben. Es gibt Leute, die sterben für immer. Apropos sterben, hast du mal an mich gedacht? An mich? An dich? Hast du dein Sakrament schon gemacht? Das ist doch nicht Sakrament, das ist Testament. Aber ja, wie das heißt, hast du an mich gedacht, bevor du kalt wirst? Ich habe an dich gedacht. Oh ja. Ehrlich? Oh ja. Danke dir. Ich lasse mich verbrennen. Du lässt dich verbrennen? Oh ja. Wann? Ja, wenn ich tot bin. Das kann ich auch, da tut's ja nicht mehr weh. Ist der geizig. Lass mich verbrennen, da kannst du doch im Auto sitzen bleiben. Hat in seinem Leben nie gearbeitet, aber wünscht, er will verbrannt werden, der Fürst, der Faulenzer. Aber wenn du verbrannt wirst, da kommst du nicht arbeiten. Das wieso das dann? Da sorge ich für die wieso? Asche kommt in die Eier oder musst du arbeiten, Junge? Ich will dir das eine sagen, ihr Straßenfest haben wir doch Resse, aber ich bin mit meiner Frau spazieren gegangen. Oh, das ist gut, alte Leute brauchen Auslauf. Auf jeden Fall waren wir auf dem Trödelmarkt. Du warst am Trödelmarkt? Auf dem Trödelmarkt. Mit deiner Frau? Oh ja. Gut, hast du sie weggekriegt? Ich will doch bloß das eine sagen, meine Frau, das ist ein Engel. Oh, freu dich, meine lebt noch. Ich habe meiner Frau auf dem Trödelmarkt einen echten Rembrandt gekauft. Oh. Du hast am Trödelmarkt einen Rembrandt? Oh ja. Einen richtigen Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Ja, da, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Ja, klar, ist es so eine Rembrandt-Tür. Der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Alle Rennbahn, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine Alten, ist der bekloppt. 20 Mille für eine Rennbahn, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles Paris bei Frankreich. Ey, schlüg das schon dahinter, du weißt ja, was eine Rennbahn ist.
Ich weiß nicht, was ein Rand. Nee, das weißt du doch nicht. Eine bauselose Frechheit. Ein Rennband ist und bleibt ein Rennbrand. Richtig. Hast du eine Garage dafür? Also ich weiß ja, dass ich schon Jack bin, aber du bist doch viel Jacker. Wenn hier einer bekloppt ist, dann bist du es. Wieso dann? Du bist ja so bekloppt, du merkst das schon gar nicht mehr. Der geht mit einem Eimer Wasser zur Bank, für ein Konto zu löschen. Aber ich bin bekloppt. Ich bin bekloppt. Vor 3 Wochen hat er als prominenter Gast eine Tennishalle eingeweiht, hat ein Netz durchgeschnitten. Ich bin bekloppt. Ich bin bekloppt. Ha! Neuerdings sitzt er in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Da können Sie nicht drüber lachen. Sie haben ja nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Das müssen Sie sich vorstellen. Zimmermann in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Und seine Frau ist noch bekloppter. Die hat ihm jetzt ein Gitter um die Badewanne gemacht. Damit er nicht so weit rausschwimmt. Ich will doch bloß das eine sagen. Wenn von uns zwei einer bekloppt ist, bist du bekloppt. Du Jack, du sitzt auf der Verkehrsampel drauf und turnst da rum wie so ein Ab. Du hast mich gesehen? Ja. Wie ich auf der Verkehrsampel? Oh ja. Und da bin ich bekloppt? Oh ja. Mein Freund, wenn ich mich schnackig auf eine Verkehrsampel setze, habe ich meine Gründe. Welche? Ich war beim Arzt. Was hätte der damit zu tun? Der hat mir rotes Licht verschrieben. So, jetzt will ich dir uns jetzt sagen. Das ist ja gut. Bing Frau hat für mich gesagt, recht dich nicht über dich, ob du bist schöner wie dich. Du bist schön. Oh ja. Wenn du meinst, du wärst schön, das können wir hier an Ort und Stelle klären. Wie willst du das erklären? Pass mal auf. Du weißt doch, der Klapperstorch. Was ist mit dem? Der hat die Kinder mit dem Fahrrad rumgefahren. Ja. Da hatte der vorne ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und hinten ein Körbchen mit Kindern. Ja. Und vorne die Kinder. Ja. Die haben gesungen. Wir sind die schönsten Kinder der Welt. Kennst du das Lied? Nee. Siehst du, hast du hinten im Körbchen gesessen. Ah. Haben wir schon. So einfach. So, und jetzt singe ich das Lied, was du nicht warst. Du singst hier? Ja. Hier willst du singen? Ja. Hier ist eine Veranstaltung, eine Fernsehaufzeichnung und keine Hinrichtung, hör mal. Deswegen singe ich jetzt. Gut, kann ich für dich hier nichts mehr tun. Hier gehst du baden, in deiner Badewanne. Aber ich bin Freund, ich sage dich noch an. Ladies and Gentlemen, hello peoples, hello girls, hello everybody's. Zimmermann singt für Sie. Auf Wiedersehen. Bei uns war neulich Schützefest und da spielten ein Karussell. Ja, da eulte ein Achterbahn und ein Schaukelbimmeltell. Die Ausgänge sind an der linken Seite, wenn Sie gehen wollen, ne? Ein Bütsche steht an jeder Eck mit Rollmöps und mit Wusch. Die ersten gehen schon. Wiedersehen, schönen Dank auch. Mein Gott, da kann man nicht immer nach tanzen, was der da macht. Höchstens Zeitlupe. Ich singe einfach mit. Und im Zelt der Brot bestellt. Jungs durchmissen sie mit Geld. Busch und Bier, wie das schmeckt. Von dem Bütchen an der Eck. Der ganzen Tag, wo da je lag. Babis mit dem
Ende nach und die A-Frau immer grün. Ach, Sie kennen das Lied. Zimmerman-Fans. Eierkiller. Et war so gut für Mitternacht. Ja, der Jovet explizier. Schlägerei. Wir hatten mit Marie Tanz und da bützte uns dafür küssen. Ich bin der schnellste Küsser von Köln. Ich hab der ganze Saal geküsst, hat kein Mensch gemerkt. Doch das war ihrem Bräutigam, dem Peter Janit Resch, dem Schwolfer roter Hahnekamm und hey, komm an, je Fisch. Dann ging es peng und zwei Zeng flog am Platz die kleinste Bang. Dann eine Knarr und eine Fall und eine riesige Krawall und im Zelt viel Geschrei, allgemeine Keilerei und die A-Frau immer grün. Die Musik spielte ungerührt, ein Jäger ausgepfahlt. Hallo, Freundschaft. Ja, der Krech, der Mattes, der dirigiert. Ein Bierfleisch an der Hals. Das sind Schmerzen, Mamettes. Der Schnapp, der Schenk singt dicke drum. Der Peult sind große Tröd. Dann vom Podium den andere um die Plätze, der lange Heide schmiss ein von dem Zimmermann entzwei und der Saft der Leber auf und der Frau Zimmermann kräschen auf und da haben wir all gelacht und das ging die ganze Nacht. Du ja singst, hat er doch keine Hand und Fuß. Ich hab doch nur den Text was geändert. Et Schulze, Anneliese, das hat gelöst, denn et hat sich grad gewöhnt. Und die A-Frau immer grün, sagt er, nee, was ist das schön? Das kennen die Leute ja. Als endlich stand der Graf vorbei, wo alles nur noch schrott, da hab ich alles kaputt gemacht. Ich kann doch böse sein. Ich kann nicht lange böse sein. Aber das ist so schön. Kaputt gemacht. Wie der zuckt. Musst du pipi? Der Schenkel noch in der Ecke und kühn. Sind dicke Trumpfer fort. Ein ganz verworrenes Saxophon. Noch Russen in der Wiese. Und unter Degen spült was Senior der Loch der Pianist. Und am Tag noch der Schlag, da wohnt überall geklagt. Da wohnt gefüllt und massiert und der Bühne aufgekühlt. Jeder zweite kommt hier an mit einem Notdienstschnellverband. Und die A-Frau immer grün, sagt, ne, ne, was war das schön. Das Colonia-Duett Hans Zimmermann und Hans Süper.
herrliche kölsche Töne im Zwiegespräch. Herzlichen Dank mit Raimund Kölle! Hören Sie, wie süß du bist. Wie süß, das sind doch Jodo. Mein Gott, haben Sie die überhaupt hier in gelassen so? So wirst du nie angefahren, mein Freund. Ach, hör doch auf mit dem Verzell. Was hast du da für Flöppchen an? Was ich an? Dass das der ein Staubfussel anhat. Guck dir das mal an. Das hat man in der Wikingerzeit getragen, ja. Wo die noch die Muschel geblasen haben, die Wikinger. Ja, ja. Das war eine Zeit. Hast du ja keinen Arsch in der Hose. Oder stehst du wieder verkehrt herum? Nee, ne? Ist ein paar Idiot. Hätte ja sein können. Ne? Mein Gott, das ist ja Dudehemd, was du da anhast. Wieso ist das ein Dudehemd? Ein Totenhemd. Wieso dann? Mein Gott, da müsste schon 10 Mann drin gestorben sein. Ehrlich. Da ist es jetzt Jod. Wenn ich sowas tragen würde, würde ich ohne Sarreschnirchen zu hingehen. Weißt du was? Ehrlich? Schau mich mal an, mein Freund. Ich bin ein Designer. Was bist du? Ein Designer. Weißt du, warum was... Sein oder nicht Design, das ist hier die Frage. Weißt du, warum was ein Designer ist? Ein Designer, der dir entwerfen. Ich bin ein guter Wurf. Ich werde heute noch geworfen, Junge. Ja. Wo ich verkehre, trägt man das. Da sind Leute mit Rang und Namen, wo ich verkehre. Wer dann? Schäfers Nas, Thompson Tim, das sind Jungs hier. Ja. Du kannst mir jetzt erzählen, du. Das sind Leute, die haben sie auf Pferde. Ja. Schäfers Nas hat auch Pferde. Ja, ja, ist ja gut. Die rennen auch noch. Mm. Um ihr Leben. Jawohl. Mm. Uns geht's um alles oder nichts. Um alles oder nichts. Wo ich verkehre, stinkt's nach Geld. Ich spiele ja alles. Ich spiele Karten, Würfel, Roulette. Roulette. Wo die kleinen Eier reingeworfen werden. Kennst du kein Roulette? Nee. Dieses Zimmermann-Karussell. Ja, jetzt reise aber bald, ja. Wir spielen um alles. Wo ich verkehre, sind Leute, die stinken vor Geld. Die stinken vor Geld. Die nehmen wir aus. Mhm. Da siehst du goldene Tapeten oder wenn du so ja, einst. Ja, und auch goldene Wasser hin, ne? Haben die auch, haben ja, die ja, Angeber da. Nur keine Klobrillen haben die, das weiß ich. Was haben die dann? Kontaktlinsen. Du kannst mir jetzt erzählen, Eduro, was die alle haben. Ich habe schon Tausende gewonnen, mein Freund. Du hast Tausende gewonnen. Ich habe auch schon Millionen verloren, aber ja. Für die paar Mark. Was ist schon Geld? Was, Geld ist viel. Geld kommt aus der Mode. Wieso das dann? Ich habe gestern 3 Mann getroffen, die haben schon nichts mehr. Ja, Jungschen. Im Moment habe ich ein Down. Ein Down? Hat mit der Eifel nichts zu tun, mein Freund. Down, das ist Englisch. Down. 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 Kannst du Englisch? Nee. Dann weißt du auch nicht, was Eaglestone heißt. Nee. Eaglestone. Nee, kenn ich nicht. Eaglestone heißt. Hallo, hör auf. Ist der zurückgeblieben, ehrlich? Aber 2 Wochen habe ich meine Finger im Riss gelassen. Wieso das dann? Aber yesterday ja. Habe ich noch mal gewonnen in Bad Neuenahr. Wieso das dann? Da war geschlossen. Und weswegen hatte die geschlossen? Die sind pleite. Wieso sind die da pleite? Da waren zwar Ostfriesen, die haben alle Chips gefressen. Ach, hör auf mit dem Verzell. Der glaubt alles. Ich habe andere Sorge, do, wenn ich dich erzählen höre. Ich habe da doch verzahlt, damit... Du hast Sorge? Ja. Halt sie fest, ich kann sie nicht brauchen. Ich habe da doch verzahlt, damit Frau so krank ist. Ja, die sah immer gut aus, ja, ja. Eine hübsche Frau hat der. Oh ja. Mrs. Zimmermann vom Phantasialand. Auf jeden Fall habe ich die jetzt in Kur geschickt. Die der letzte Versuch, Kur. Die Mädchen sind Frischzellenkur, Vitaminspritze, oh. Aufbauspritze, wart, wenn die wieder gehen. Oh. Vitaminspritzen, boom. Oh ja. Die kommen ins Blut. War eine Zujahre. Es gibt Sauerstoff im Blut. Kannst du kleine Forellen in die Adern setzen? Das ist ein paar Idiot. Hast du frei, das ist immer frischer Fisch, das ist gut.
Aber die Steuer, da kostet viel Geld. Ich weiß, das kostet mich 3.000 Mark. 3.000 Mark? Euer. Mein Gott, muss die Frau frisch sein. Wie lange machst du das schon? 7 Jahre. Mensch, für das Geld kriegst du eine neue Frau, weißt du das? Ja, du hättest es gerade nötig. Wie hast du das Ding, Frau, kennengelernt? Durch die Zeitung, Sonntagsausgabe. Ich war der erst um 6 Uhr. Aha. Und bist du dann zufrieden? Ja, ich hab die Zeitung wieder abbestellt, ne? Aha. Und wo warst du denn Urlaub gewesen? Im Sommer. Im Sommer? Yes. Nein, wo du gewesen bist. Ach so, ja. Ich war in Florida, bei Miami. Florida? Florida bei Miami. Aha. Kennst du Miami? Nee. Ist bei Florida. Ich glaube, du weißt doch nicht mal, wo Florida ist. Nee. Weißt du, wo Florida ist? Nee. Genau. Ihr wusst das nicht. Ist der bekloppt, nicht? Da bist du. Da war ich gewesen, war schön, ich war da angeln. Angeln? Da angeln auf ein very lang Bier. Auf ein Bier? Bier, die geht 100 feet in the water. Bier? An der Beach. An der Beach? Links und rechts war die Beach, in der Mitte die Bier. Bier. Beach, Bier, Beach. Beach, Bier. Ist der bekloppt. Das ist bestimmt versuchsweise geboren, glauben Sie das ehrlich? Oder ob der eine Amboss gekauft hat, wa? Es war herrlich da, herrlich. Ich hab da was mitgebracht. Hast du mir, was dann? Keine Eier. Nee. Was hast du mir damit? Ich hab dir was Praktisches mitgebracht. Was dann? Kannst du dich selbstständig machen? Selbstständig? Ja, ich hab da einen Eimer Sand mitgebracht. Ja, was soll ich da mit einem Eimer Sand? Kannst du Eieruhren machen? Aber ich hab mich erkundigt. Ich war in New York. Wo in New York. Ja, und? In New York war ich. In der 77th Street. Was ist dann da? Ist ein Job der. Hab ich geschaut. Habt ihr auch Zimmermänner? Wieso? Zwei Eier, wo die Embryons drin sind. Wieso das dann? Die kleinen Zimmermänner, die sind schon drin. Guck mal, ja. Tschup, pup, da ist er. Oh. Essen ist lecker. Ja, ich mache ihm immer Freude, ne? Ich wollte noch einen Eierkocher schenken, habe ich versucht, den zu kaufen, aber Eierkocher kennen die Amerika nicht. Die haben Wieso? Für Eierkocher andere Ausdrücke, ne? Wieso kennen die Eierkocher, das Eierkocher, einen anderen Namen haben die dafür. Wieso dann? Die sagen für einen Eierkocher Zimmermänner-Sauna. Ich weiß ja, dass du überhaupt keine bin im Es anderen. War herrlich da. Ich habe ja so viel Freude gehabt da. Das glauben Sie gar nicht, das hör war uns, ja so schön. Da. Hör uns, ihr bist auf der Bühne, kannst du doch nicht in der Nase rumbohren. Wieso kann ich denn nicht machen, nee, das siehst du doch. Nee, das gehört sich nicht. Ich bin Künstler. Ja, und das gehört sich Wenn nicht. Wenn ich auf der Bühne stehe und ich bohre mit meinen Fingern in der Nase, ja, da hol ich das Letzte raus aus mir. Oh. War, Mann. Sie haben keine Ahnung, du. Tütenügel. Aber kannst du eben nicht tanzen, du Traumtänzer? Wieso kann ich nicht tanzen? Weil du Beamter bist. Ja, was hat das dann damit zu tun? Beamte können nicht tanzen. Ja, wieso denn nicht? Es gibt keine Kapelle, die so langsam spielen kann. Jetzt will ich dir uns jetzt sagen, aus dir wird ja noch eine ganz vernünftige Mensch, wenn du ein bisschen solider leben willst. Ich soll solider leben? Ja. Ich habe 6 Jahre solide gelebt. Du? Jawohl. Ah. Ich habe 6 Jahre nicht geraucht und 6 Jahre nicht gesoffen. Ah. Und 6 Jahre keine Frauen angefasst. Ah. Und was hast du anschließend gemacht? Bin in die Schule gekommen. Und wir wird's 4-4, ja. Ja, jetzt teste ich ihn mal. Teste mich jetzt testen? Mal gucken, was er auf der Pfanne hat. Ja, probieren. Das ist ja immer derselbe Griff. Kennst du den anderen? Der hat nichts drauf, der Bursche. Ja, dann zeig ich mal. Guck mal hier, was Griffe. Guck dir das mal an. Wo hältst du die dann her? Das hab ich mal zeigen lassen. Von wem? Von dem Tintenfisch. Ach, hör auf. Was mir ist Single, das ist nicht verloren. Denn Lehe lädt uns nicht. Wir sind im Hetze von Kölle geboren, jetzt hier war am New Madrid. Da gäst hier kommt, wo im düsteren Finger, wo jener dem Geruch, wo den Moritz kuchen, backen und singen, da lehrt er mir unsere Muttersprache.
bis in der Nacht, bis manchmal im dauerhellen Tag. Hey, stündig noch dann alle Kölle, Jung, das Göbel Spaß. Ui. Ne Samba, Samba, den wir tanzen in der Schemmerjass. Wenn der Trinke Pfeffer ist, mit dicke Papanie, ja, tanzen durch die Puppenallee. Hey, Samba, Huppa! Hey. Ich kann zwar zaubern, das sind so Eiertanz. Und vierte mir in der Schemmerjass-Kirmes, in der St. Peters war. Mit Jasper Schäf und dem Haarstick, dem Bollisch, du schmuckelst so wunderbar. Vom Fenster hoch man dann Ojo-Zöglinge, das wurde Kasterol, der wo das Liedchen vom Frühling am Singen, der Kerl, wo ewig Stähne voll. Das waren zig, schöner wie Hück, die wünschen wir uns jetzt oben. Stünde Knopf, dann alle Kölle, Jung, das Göbel Spaß. Oui. Samba, Samba, den wir tanzen in der Schemmerjass. Wenn der Trinke Pfeffer liest, bin dicke Portemonnaie. Wir tanzen durch die Kuchenallee. Olé! Sag uns, meinst du vielleicht, du hättest locker nur und sehen, was ich kann? Du hast ja nichts mehr, ist ja doch schön explodiert, oder? Na, hör mal ab, du. Hast du dann diese neue Schönes in der Spiegel gelohnt? Ich kann mir erlauben, in den Spiegel zu gucken, du nicht. Ja, wieso denn nicht? Guck mal, wenn ich in den Spiegel gucke, das ist Eitelkeit. Aha. Wenn du reinguckst, ist Tapferkeit, das ist der Unterschied. Ich bin ja Junggeselle. Du bist Junggeselle. Ich bin Junggeselle, eingefleischt. Mhm. Bei mir zu Hause kannst du von der Erde essen. Mhm. Wenn du nicht empfindlich bist. Ich habe gestern Kuchen gebacken. Was dann für einen? Marmorkuchen. Ne Marmorkuchen. Da sind Leute gekommen, die haben gesagt, der war aber lecker, ja. Für den Rest habe ich mein Fußbänkelchen gemacht. Das gelöbe ich dir. Ich koche ja wahnsinnig. Ja, das nach dem Kuchen bin ich selbstständig. Ich backe jetzt nur noch für Bauunternehmer. Wieso das dann? Ich backe Treppenhäuser, Fensterbänke, ja, ja. Ja, ja. Ah, ich bin ja spitze in der Richtung. Das mich überbietet ja gar nichts. Deine Kocherei, die kenne ich nicht. Ich hab dir mal eine gefüllte Jans gemacht, eine Zimmermannsgans. Es komm, war wahnsinnig. Eine Delikatesse war das. Mit Rosinen drüber, die Soße mit dem Löffel immer drüber. Oh, darf ich dir uns jetzt sagen, die ganze Woche Drama, die war Zivilablätter, die Kunst kann ein bisschen in die Uhren stechen. Das Beste war der Drama, war die Füllung, die da drin war. Ja, ich wusste ja, dass die eine gefüllte Jans ist. Da habe ich die extra wegen dir nicht ausgenommen. Aber jetzt ist es ganz anderes. Komm, lass mal eine ganz andere Verzell anfangen. Yes. Ich tun jetzt für die Umwelt. Bravo. Du tust was für die Umwelt. Oh ja. Heißt das, du gehst nicht mehr außer Hause? Nee, ich lasse mir jetzt einen Katalysator inbauen. Herrlich, herrlich, herrlich. Eine Katalawatt? Eine Katalysator. Ein Katalysator. Oh ja. Lässt du dir einbauen? Oh ja. Bravo. Ein Katalysator lässt er sich einbauen. Und wo? Am Auspuff. Muss ich denn eine große Hose tragen, wa? Und für was soll das gut sein? Ja, damit er nämlich so stinkt. Oh. Und du bist auch dran. Ich? Du bist auch dran. I lost no people on my life. Du bist auch dran. Not on my life. Du auch. Nein, ich tue mir nichts Filtertüten. Du tust lieber Filtertüten in der Unterhose. Ja, 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 ja. Du. Keine Katalysator bei mir. Du nein, nein. Auch. Ich nicht, ich du nicht, auch. Ich nicht. Du auch. Und du bist auch dran. Ich hab dir's gesagt. Mensch, ja, du bist auch dran. Was hast du da jetzt wieder? Hat er mal Mundgeruch? Ja, es ist Gemüßlichkeit. Oh, ist das eine Stinkdrüse? Ja, jetzt röchel aber du. Mein Gott, sprich darunter, sprich ja, darunter. Ich spreche mit dir. Ist der Mann gestrahlt? Ja, wieso dann? Du sollst darunter sprechen. Du jetzt nicht aber Schluss, du. Du brauchst doch besser hier eine Katalysator. Ja, ja, jetzt reiche mir. Und rieche ich ihn auf und ein bisschen Mundgeruch. Ja, da muss ich mich drüber aufregen. Du bist ein Auserwählter. Wieso das dann? Gott bestimmt das, nicht du. Wieso dann? Gott sprach, du stinkst, dann stinkst du. Ja, jetzt reiche mir mal. Du darfst nie vergessen, der liebe Gott hat jedem eine Seele eingehaucht. Ja, die hätte mir auch eingehaucht. Nee, die hätte sie eingefutzt.
Hör uns, jetzt will ich dir uns jetzt sagen. Ich wäsche mich am Dach dreimal. Da siehst du mal, wie dreckig du bist. Ich wasch mich überhaupt nicht. Du siehst aber einfetten. Nee, jetzt tue ich mich rasieren. Dann einfetten? Ja. Das ist gut. Ja. Hab ich gelesen im Kochbuch. Okay, einfetten. Im Kochbuch steht da doch ja nicht drin. Einfetten ist gut, stand im Kochbuch. Da stand drin, wenn man ein Ei einfettet, hält es länger. Ja. Hab ich gelesen, ja. Hab ich doch gelesen im Kochbuch. Ei einfettet hält es länger. Mit zwei Handen Motten. Motte. Im Kleiderschrank. Wie der singt. Im Kleiderschrank. Er hat ein Stück von meinem Marmorkuchen gegessen. Die fressen uns da noch die Mühle blank. Komm, hängen wir zwei jetzt in der Schranke rein. Dann hört man, wie die da am Köhe singen. Uns Putze sind Mini. Schon, schon, ist eigentlich schon. De Hüt und ne Krem. Wir haben noch ein Muster in jedem Hemd. Und trecken wir abends ein Nazim an. Dann haben wir nur noch der Kragen dran. Wir saßen beim Fernsehen. Da lasst Zeit. Ja, da holt man die Schmatze. Sie waren am Stöhne, am Rülpsen und Japsen. Also doch, Ja, da haben wir die Kleider aus dem Schrank schnell gehangen und sind mit der Jetspritz in Stellung gegangen. Und dann ging das los. Ein, zwei, drei. Was haben wir gespritzt? Wir haben die gejagt. Nee, was sind die geflitzt? Ja, ja, ja. Wir sind sie am Söcke. Wir hatten Angst, haben wir gezittert. So haben wir gezittert, ja, so. Wir loben wie jetzt. Die sind auch verschwunden, ja, die sind alle weg. Schall weg, ich spritze. Katalysator. Am anderen Tag, one day later, es ist die zu fassen, ja, da waren das wieder, das Fressen und Schmassen. Die Jefbrü, die hat die zu sexy gemacht. Oh, sexy. Ja, da haben sie Stimmotte mit den Wespen gepaart. Die haben uns die Snack auf Middle in the Night im Bett verfallen und haben mit dem Nahkampf direkt angefangen. Das Blümmer zerfressen und Sturzflug geheul. Die haben uns gestochen in Arme und Bein. Ja, wir haben Britsch. Da war eine Karnevalsbühne bei. Wieso? Jetzt sind wir zart. Oh yes, already. Wir sind nicht bestoß. Wir werfen den Schrank an der finstere Russ zum Altröscher Hammer, der jetzt hingebracht, haben denn doch verzahlt, was mit zwei Mädchen macht. Ja, da hätte ich gelacht, was sind die bekloppt und hätte sie ein Biefchen mit Seegras gestoppt. Die Fluche war Angst aus dem Schrank schnell raus und mit zwei mehr machen jetzt Schluss. Kolle! Kolle! Kolle!
Dankeschön. In London und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus von bunt gefärbten Eiern spricht, dann denkt man an Ostern. Nicht so in Köln. In Köln ein Wort, das Ei, und jeder denkt an das Colonia-Duett. Mein Lieber. Das sieht ja toll aus, die Farben. Müssen Sie mal raufkommen. Kommen Sie mal alle rauf, da müssen Sie sehen. Ach, der Peter ist auch hier von der Sparkasse. Der Peter. Wo ist er dann? Der ist an der Sparkasse, am Schalter am Arbeiten. Der ist an dem Schalter. Der hat diese Tage einen Grieche da gehabt. Der wollte einen Kyros kommen zu eröffnen. Ja und? Hat Peter gesagt, tut mir leid, das ist bei uns nicht Uso. Ja. Mann, der Peter, der wird aber auch Sachen da. Ja, das war ein Denker, wir sind mal ins Wetter angekommen. Ja. Was ist denn mit dir los? Moment, der Witz kommt gerade an. Moment. Ach, ich bin heute so happy, ich glaube, ich habe einen Unfall gebaut, weißt du? Wieso hast du dann einen Unfall? Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe deine Mutter überfahren. Kann das Ach, hör auf mit dir, erzähl mit dir einen Unfall. Hör mal bloß auf einen Unfall. Ich habe gestern Polizeikontrolle mitgemacht. Ja, hast du eine Polizeikontrolle mitgemacht? Ich habe gestern mitgemacht. Was meinst du, was seht ihr für mich? Und ich habe kein Fahrerschein bei mir, keine Führerschein bei mir. Muss 50 Mark bezahlen. 50 Eier? Ja, 50 Eier. Mein Gott! Stell dir das ins Führer. Ja, man muss beliebt sein. Was ist hier beliebt sein? Ich bin vorige Woche auch in die Polizeikontrolle gekommen. Du? Jawohl. Ich hatte auch also praktisch keinen Führerschein dabei. Ich hatte keinen Verbandskasten dabei. Ja, kein und? Bahndreieck. Ja, und was da? Was sagt der Mann? Hören Sie mal, sagt der Schutzmann. Sind Sie nicht der Hans Süber vom Colonia-Duett? Ja, und dann? Ich sagte, genau. Ja, seht ihr, da wollen wir mal Gnade gelten lassen. Wollen wir Sie mündlich verwarnen. Ja, und? Da hat er mir ein Küsschen gegeben. Ich will aber bloß das eine Sache bei dir. Wohnt ja ein Völkchen im Haus, Glück. Bei mir wohnt nicht das Rattenpack, du. Nein, ich wollte für Sorge kommen. Da könnte man doch so eine Doll entgegenlaufen. Der hätte so ein Lenkrad in der Tür. Wirf mich um, ich liege oder so. Und der ist weg. Ja, der arbeitet gezielt, der Bursche, ja. Mann, was ist... Das ist ein Eierkiller wahrscheinlich, ja. Der hat nur ein Lenkrad und meint, er hätte Auto. Ist ja furchtbar mit dem. Ja, der ist beklappt, Der ist versuchsweise geboren, der Bursche, ja. Der hat so was Zimmermannhaftes an sich. Das ist ein Idiot. Der hat nur einen Lenker, der hat ein Auto. Das ist ja furchtbar mit dem Gag. Der macht doch Ölwechsel, ja. Das ist total bekloppt, ne? Du hast immer gesagt, dass er kein Auto hat, ne? Ich habe doch gar nicht mehr gesehen, der war doch weg. Dankeschön. Ja, wieso dann? Ja, ich wasche den Bewahrern jede Woche für 15 Mark, deswegen, ja. Aber was ist das da? Mein Schwiegertochter, ne? Dein Sohn hat geheiratet. Ja. Dann wird die Eierfamilie größer, ja. Was ob das hätte sie in der Ware gekauft? Da gibt es gar keine Probleme mit dem Parken. Ja, das ist gut, das ist ein Kleinwagen. Ja, richtig. Oh, es gibt kleine Wagen, unwahrscheinlich. Ein Freund von mir hat da mal eine Probefahrt gemacht mit dem kleinsten Wagen von der Welt. Ja, und? Der hat bei der Probefahrt gesagt, mein Gott, was ist die Mauer so lang? Sind wir hier in China? Ja, wieso das dann? Das war ja keine Mauer, das war die Bordsteinkante, mein Freund. Boah. Aber jetzt anderes. Ich bin der vergangene Woche mit meiner Frau durch die Stadt gegangen, ne? Das ist gut. Alte Leute brauchen Auslauf, ja. Ja, aber was ich dir sagen wollte, das ist immer so die Hochstraße lang geschlendert und ja. Da gibt da so Mietergeschäft. Weißt du, da gibt es Damenmieter. Ah. Weißt du, was ich meine, und ne? Natürlich. Ja, und da waren noch Straps. Kennst du Straps? Er schnaps dann Straps, ja. In allen Variationen. Bunte, blaue und rosa. Und mit Blümchen drauf. Ja, und Schmetterlinge drauf. Richtig. Und die Sicherheitsjochen so runterhängen hier vorne. Aber ganz moderne, du. Ja, lass die Finger davon, Junge. Mehr sag ich da nicht. Ja, wieso lass die Finger davon? Die sind unmodern. Ja, wieso sind die dann unmodern? Ich bin dieser Tag auf einer Party gewesen. Ich war der Einzige, der angehabt hat. Es ist nicht angekommen, da schwört ihr. Aber ich habe jetzt ein neues Hobby. Ja. Ich gehe jetzt reiten. Oh, du hoppenierst. Oh ja. Das ist gut, da sitzt du hoch und bist in der frischen Luft. Dann sitzt du einfach so auf dem Pferd. Ja klar, sitze ich auf dem Pferd. Das muss blöd aussehen. Ja, wieso das dann? Haben Sie schon mal ein Ei mit Straps auf einem Pferd gesehen? Also,
Aber heute reitet doch jeder. Ich reite ja auch. Du reitest auch? Ich reite und springe. Du springst auch? Ich bin die zwei Springvereine. Aha. Ich bin bei dem Orangenhof, bin ich Ehrengast. Ja, und? Bei kennst du doch die Kornspringer. Aha, und dann? Von Delburg, ich bin ein Tier, wenn ich springe. Du bist Jack. Ich bin der Vorspringer. Was heißt das Vorspringer? Ich springe zuerst, da kommt keiner mehr hinter mir her. Aha. Ich gehe über Hürden, die sind gar nicht zu übersehen. Wer seht das da? Ich bin ja leicht, ich esse Popcorn, ja. Ah, ja, und? Ich habe damals 9,20 Meter gesprungen. Jack, das geht doch ja nicht, weil ich eine Weltrekord. Weiß ich, dass du nicht anerkannt worden. Warum denn nicht? Weil ich ohne Feder rübergeflogen bin, ja. Aber sie werden lachen. Ich habe jetzt eine Engländerin kennengelernt, mit der reite ich sehr viel aus. Was ist mit der? Das ist eine English Girl, a lovely girl, a lovely girl, a 2-meter girl. Was ist das? 2 meter long. Was ist das? 2 meter groß. Ist ja gut. Ein Traumschiff. Du bist Jack. Meine, die ist größer wie mein Pferd, die frisst immer die Möhrchen weg, ja. Ja. Die hat ja solche Füße, die kann ja saufen, was sie will, die kann ja nicht umfallen, bist ne? Oh, die hat ein paar Schuhe, da kann ich mir eine Mandoline von machen, ehrlich. Wenn die nicht so stinken würden, ja. Ja. Und mit dir reite ich immer durch die Wälder. Du reitest durch die Wälder. Wir reiten auf Englisch. Ja. Oh, ist ja lovely. Da sagt sie immer zu mir, I love you. Und was ist das dann? Ich liebe dich. Du bist Jack. Da muss ich mit leben. Ich bin ein Schicksalsschlag. Ja, und? Ich bin ein Opfer meiner Schönheit. Ja, und dann? Und dann reiten wir weiter. Und wir reiten. Ja. Wir haben ja Zeit. Ja. I have time. Ja. Und dann sag ich zu ihr, I love you too. Was ist das dann? Ich liebe dich zweimal. Ja. Und dann reiten wir in eine Scheune. Ja, und was dann? Dann gehen wir beide ins Heu. Ja, und was macht er dann da? Ich weiß es nicht genau, aber es könnte mein Hobby werden. Ja. Aber jetzt will ich uns jetzt sagen, ich habe nicht vergangene Woche in der Stadt gesehen, da habe ich gedacht, mein Gott, wie sieht der aus, der hätte ja Sackkleid an. Das war kein Sackkleid, mein Freund. Was war das dann? Das war ein Anzug, den habe ich gekauft, den habe ich mir auch gekauft. Der ist gut, den habe ich beim Kriesel am Opernhaus gekauft, der sitzt, aber der war ja total verfaltet. Den habe ich beim Kleu und Adenauer gekauft. Wo hat sie den gekauft? Beim Kleu und Adenauer. Wer ist das dann? C und A, ja. Aha. Der war so voller Falten, mein lieber Freund, der muss wohl operiert werden, ehrlich. Wieso? Den habe ich reklamiert. Habe ich gesagt, schauen Sie sich diese Falten an. Da sagt der Verkäufer, wenn Sie einen Arm anheben, sind Falten alle weg. Boah, die alle weg. Und den Arm nach hinten, das Bein nach da und das nach da. Ja, und dann? Da sind alle Falten weg. Ja, und? Und so bin ich über die Straße gegangen, so. Mein Gott, Gott. Was haben die Lügner gesagt, wie die so im Hanlauf hier sind? Das muss ja furchtbar sein. Die Leute haben gesagt, der arme Teufel mit Jutta Schneider hat er, ja. Komm, lass mal den singen, ja? Hier? Ja. Hier willst du singen? Ja. Da muss ich die Leute vorher präparieren, ja. Was ist das dann? Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ein Zimmermann singt jetzt, es wäre schön, wenn Sie im Saal bleiben. Es wäre furchtbar. Er hat sich extra neuer Musikstil angeeignet. Das ist Kammermusik. Wer seht das? Kann man Jack von werden, ehrlich. Ich mag das Lied nicht. Ich mag den Text nicht. Der ist so primitiv, wissen Sie? Ich bin hier für die Klassik. Einmal am Rand. Bist du so weg? Freundschaft, er fängt jetzt an. Ich mag das Lied nicht, ehrlich. Wenn ich schon anfange. Es kommen ne Jodfisch, da ring er aufgeschwommen. Ich hab sie gewarnt. Der war ganz verhungert und blass. Wahnsinnstext. Ja, da haben wir dich schnell aus dem Wasser genommen. Ich muss ihm helfen. Da stetzt du ihn ganz schlappe raff. Und hätten wir den nicht in den Wald weggerollt. Holla, 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 jo. Ja, der hätte sich bestimmt noch eine Schnuppe geholt. Holla, holla, jo. Mein Gott. Noch 30 Strophen. Ob der Weltstunden Kuh und die schamte sich nicht. Nee, nee, was war das für ein Tier? Eine Kuh, ne? Und die ging hin und her und alle paar Schritt. Ja, da platschte es hinter ihr her. Die Sauerei, die muss ich immer singen, ja.
Und hätten wir das Tier nicht in das Schlachhaus gebracht. Holla, holla, jo. Jo, die hätten sich bestimmt in die Kacke geladen. Scheißlied ist dann ehrlich, lo. Und sie klatschen auch noch, das verstehe ich auch nicht mehr, ehrlich. Ich bin ja froh, dass sie hier bleiben. Unser Hausherr ist neulich der Treppe raufgefallen. Er war auf dem Flur ausgerutscht. Wir hoten dat ob einmal im Treppenhaus knallen. Er hat sich die Knie ganz verblutscht. Und hätten wir dem da nicht eine Emma hingestellt. Hola, hola, jo. Ja, dann hätten wir bestimmt nicht so herrlich geknallt. Hola, hola, jo. Mein Gott. Da kriegen wir Geld für, also da kriegst du in den Kopf rein. Die ersten gehen schon. Wiedersehen, schönen Dank auch. Dankeschön. Da geht noch einer. Tschüss hier, tschö, wiedersehen. Wir waren in der Alpe vergangene Woche. Auf der Moosalm, da kreischte man Krach. Ja, da stand so ein Jodeler am Steißbeiner Joch. Und der jodelt schon morgens um acht. Das war oben in der Eiernordwand, ja. Und hätte man den nicht in das Fötchen getrudelt. Hola, hola, jo. Ja, das stünde wahrscheinlich noch im Motto-Bubbe. Holla, die holla, die ho. Gott sei Dank. Was ist das dann, Gott sei Dank? Sing du doch uns, du Meckerfritze. Soll ich singen für dich? Ja. Aber ich mache alles für dich, mein Freund. Ja, jetzt mache ich dich fertig. Jetzt im Moment, das Eier, der ging auf die Birsch. Holla, die holla, die ho. Fischerchöre. Ja, da wollte er jagen den schneeweißen Hirsch. Holla, die holla, die ho. Ist ätzend, wa? Und hätt ich denn da nicht ein Jäsin gestaut. Holla, die holla, die ho. Ja, dann hätten der da ganzen Tag ja nix geknallt. Holla, die holla. Weißt du, wie du da rumläufst, als wenn du das Kleidchen auf den Nabelschnur getrotten hättest? Mann, bitte, oh Mann. Keine Politik hier, mein Freund. Mein Gott, wie süß du aus. Sieht doch besser aus wie du. Meinst du, wärst schön? Ich bin schön. Du bist schön, ja. Oh ja. Was geht denn dort zu lachen? Kennst du den Unterschied zwischen dir und einem Punker? Pff, nee. Der Punker macht sich absichtlich hässlich. Hm. Und der ist ja noch bekloppt dabei. Wieso bin ich dabei? Der ist ja so verrückt, der hat vorige Woche eine Tennishalle eingeweiht. Ja und? Hat dort Netz durchgeschnitten. Hör du mir doch auf mit Dingen verzählen. Meine Frau hätte schon recht, wenn sie selbst blieb von dem weg. Hör mal mit deiner Frau auf, die ganzen Pfeife rauf. Na, lass meine Frau aus dem Spiel. Oh, Zimmermann, deine Frau geht fremd. Die Ding doch auch. Das weiß ich ja, die darf das ja, die bringt ja Geld mit. Das ist aber anders, Junge. Aber mir haben sie verzahlt, du hättest jetzt endlich wieder Arbeit. Ja, Gott sei Dank. I have a new job. Du hast eine ganz neue Job. I walk jetzt in eine Robofactor. Wo bist du? A Robofactor. Was ist das dann? Gummifabrik. Eine Gummifabrik? Wir machen alles aus Gummi. Gummimatten, Gummikappen, Gummianzüge für Taucher, Schlauchboote. Schlauchboote? Schläuche. Schläuche. Und kleine Schläuche. Was für Schläuche? Wie, was für Schläuche? Die kleinen. Kleine Schläuche. Stimmt, Mann. Ja, was dann? Kennst du doch, die Kleinen. Was denn? Kennst doch die Klapperstorchbetrüger, die Kleinen. Und ganz zum Schluss in der Abteilung machen wir Nügele, Schnuller für Babys. Du Bessieck. Ja, hör uns um, was meinst du denn da? Ich habe einen Vertrauensbasten. Ich arbeite hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Türen? Jawohl, ich mache kleine Löcher mit der Nadel in die Klapperstorchbetrüger. Ja, wofür das dann? Dass später wieder die Nügele verkauft werden können, Junge. Blöde Frau.
Aber du willst doch mit dem Freund sein, ne? Ich hoffe so. Ja, da kannst du mir doch uns erklären, wie das ist, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Du willst fliegen? Ja. Zimmermann geht in die Wolke. Fliegen ist der Traum der Menschheit. Bis jetzt. Oh, Wahnsinn. Über den Wolken, richtig, da kann es ja wunderbar sein. Man fliegt schon mal ein Ei hoch in die Wolken hinein. Du sollst nicht singen, du sollst mir das halten und still, du sollst mir das erklären. Du bist ja noch da, ich dachte, du wärst schon weg. Gut, alles klar. Also, wenn du unbedingt fliegen willst, was ist dann? Da musst du immer vom Köln-Bonner Flugplatz fliegen. Da muss man von was? Ja. Warum das dann? Das ist der schönste Flugplatz von Deutschland, mein Freund. Ja. Siehst du? Und warum ist das dann der schönste Flugplatz? Ah ja, da ist es schön ruhig, da sind wir unter uns. Aha. Kommt ja nie einer, ne? Ja. Und wenn mal einer kommt, ne, da wird der rote Teppich ausgelegt, ja. Da kommen die roten Funken, ja. Ja. Und ich kenne den Chef sehr gut vom Flugplatz. Das ist der Herr Schade, der hat schon der Eierorden von mir bekommen. Schade. Schade heißt der, ja, ja. Schade. Kennst du den? Nee. Schade. Aha. Ja, dann steigst du die Maschine ein, schnallt sich an, ist alles Routine, geht die Kiste einfach hoch, ne? Ja, und dann? Geht in dieser Lage geht die hoch, ne? Ja, so und? Ungefähr, ne? Ja. So ist schön, so tut weh, das ist schön, ja. Auf einmal sitzt man in der Maschine. Ja, was ist dann? Auf einmal geht's Gingong. Was ist das dann? Gingong. Ja. Das heißt nicht, dass die Abendberaterin kommt, mein Freund. Da geht ein Licht an, da muss man Englisch können, wie ich. Da steht drauf, no smoking. No smoking. Ich hatte Glück, ich bin in Jeans und Pullover geflogen, Gott sei Dank. Ja, und später kriegst du warmes Essen. Warmes Essen? Warmes Essen, da hast du ja Vollpension bezahlt. Im Flugzeug, genau, ne? Warmes Essen mit Gemsalat. Womit? Gemsalat. Was ist das da? Gemischter Salat, Junge. Und was du nicht essen kannst, kannst du mitnehmen. Ja. Da hat der Nachbar so ein Tütchen hinter dem Sitz, da kann man Essen reintun, ja. Gut, 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 gut. Und noch viel später, wenn die richtige Höhe da ist, dann wird es interessant. Wieso? Da kommen die Leute an. Du meinst, wo die Turbulenzen da kommen, ne? Genau. Ja, was ist dann da? Da ist mir ja Kölner mal entgegengekommen, denn hinter mir, der hat mir voll über den Pullover gehauen. Ja, und dann? Der wollte sich entschuldigen, ist ja schon, das macht nichts. Ich komme ja aus der Kur, ich liebe Fango-Packungen. Ah. Der Fallschirm, wenn jetzt passiert. Ja, der Fallschirm. Ja, wo ist der dann? Da sitzt er da drauf. Ja, und wenn er nicht aufgeht? Da musst du zu Fuß weiterfliegen, ja. Ah. Der hat überhaupt keine Ahnung vom Fliegen. Hör mal, bei der Landung darfst du nie klatschen. Nee. Der macht aber eine Ehrenrunde und man dazu. Ah, ja, mit dir. Ja. Meint ihr, was ist der bekloppt, ehrlich? Weißt du was, wir zwei fliegen mal zusammen nach Spanien. Wir zwei? Jawohl, ich habe schon ganzen Koffer voll Äpfel eingepackt. Ja, was willst du denn mit der Äpfel in Spanien? Ich habe gehört, in Spanien kann man Frauen haben für einen Apfel und ein Ei. Oh, oh. Spanien? Habt ihr schon Äpfel gepackt? Jeden Samstagabend in der Wirtschaft auf der Eng sitzen wir beständig und schwaden da wie Eck. Die Musik spielt ein Mädchensumme und der Wehe tanzt. Dann brüllt der Wind durch das Lokal in die Rund, bezahlt der Franz. Lass mal noch nicht heim, ja, ist er doch viel zu schön. Lass mal noch jetzt bleiben, wär echt der Kölsche dünn. Lass mal noch jetzt tanzen, wir singen in Du und in Moll. Denn wir haben noch lang nicht das Kanälsche voll. Spanien! Lass mal Spaß uns machen, wo weiß nicht, was noch blüht. Mit Schunkele und Lachen, kriegt man sich so gekriegt. Wir können doch nicht sparen, die Stür mit uns kaputt. Und das, was wir zwei übrig haben, nehmen uns die Frauen vor. Lass mal noch nicht heim, Jan, hier sind doch viel zu schön. Lass mal noch jetzt bleiben, beste Kölsche dünn. Lass
dass man auch jetzt tanze, wir singen nicht ohne Moll. Denn wir haben noch lang nicht, das kann nicht schön voll. Denn wir haben noch lang nicht, das kann nicht schön voll. Spanien! Dankeschön. Meine lieben Herren und Narren, das Colonia-Duett in altbewährter Qualität, in einmaliger Musikalität und mit Mimik, wie sie nur Hans Süper und Hans Zimmermann hier auf die Bühnen des Gürzenich bringen können. Herzlichen Dank. Bedanken wir uns bei den beiden beim Colonia-Duett mit dreimal Kölle! Sehr beschissen, aber das ist ja genau. Für Bäcker hier, alles im schwarzen Anzug. Hallo, Kollegen. Wieso dein Bäcker im schwarzen Anzug? Starre ich auch schwarz in der Bäckerei, du Ei. Was, du drehst schwarz in der Bäckerei? Ja, ganz du schwarz. Du drehst doch wies. Wies? Ja, wies. Wie? Ja. Schwarz, du Ei. Was meinst du dann? Schwarzbrot. Oh. Sie hören sich ja, jo, Dinge führen, schien so rat wieder fort. Ach, die war schon öfters weg. Da war er weg, dein Wiederkrähen. Da war er weg. Ja, und? Nein, Wiederkrähen. Aber jetzt ist sie für immer weg. Gott sei Dank, immer das hin und her, da war ja. War ja schon kriminell, war das, ne? Wieso war das dann kriminell? Das war schon kurzweg verdächtig. Warum dann? Ja, was meinst du, wie oft ich mal im Auto gesessen habe und haben gedacht, hast du jetzt einen Führerschein oder hast du keinen, ne? Na ja, hat aber was Gutes an sich, ne? Warum? Ich bin am Führen. Wo bist du am Führen? In Flensburg, du Ei. 130 Punkte, das ist Zeug. Aber war nicht zu schwer, du, ehrlich. 130 Punkte. Ja, schau jetzt mehr Punkte wie die FC Köln, weißt du das? Ja. Spiot. Ja. Ja. Mhm. So, hören Sie, weswegen hast du dann die Punkte gekriegt? Wegen einem Geisterfahrer, haben Sie mir doch den Führerschein aufgenommen. Wegen einem Geisterfahrer? Wegen einem Geisterfahrer, so ein wie du, der fuhr und fuhr und fuhr. Ja, was hast du da mit dem Geisterfahrer zu tun? Nix. Absolut nichts. Und wegen dem Geisterfahrer haben Sie da den Führerschein aufgenommen? Ja, wegen dem Geisterfahrer haben Sie den Führerschein aufgenommen, ja. Ja, warum dann? Weil der fuhr auf der Autobahn. Ja. Und der fuhr so langsam. Ja. Dann habe ich den überholt und das darf. Das darf man nicht. Hat doch keine Ahnung, ihr Fußgänger, Mann. Schutzmann hat mir das richtig erklärt. Was hat der Schutzmann denn da gesagt? Er hat gesagt, ich will ja nicht bekloppt herein. Er hat gesagt, es ist gefährlich, eine Geisterfahrer zu holen. Ja, jawohl. Warum? Es könnte ja einer entgegenkommen, ne? Bist du so wie... I ready, du, I give gas, please, yes? Am Wochenende, da waren wir mit dem Auto in der Stadt. Die Straße waren all verstopft, es ging zocke, trap. Wir fuhren schon drei Viertelstunden zu immer in der Rund. Ja. Doch nirgends wo ein paar Glück frei, wo man uns halten kann. Ja, da haben wir schnell ein Parkour um all der Mat geklaut. Und ich bin an der Straße kant, ganz einfach aufgewohnt. Als Politesse sind uns Frauen ganz aus Rand und Band. Sie hüpfen, springen und tanzen rum am Straßenrand. Und haben die uns mit dem Auto im Park verboten, der da machen wir ne Wechselschritt, ja, und 20 Mark sind weg. Hey, ihr Beide! Sag, hör uns, was ist das, was du da machst? So doppelte Ritzberger, weißt du?
Jetzt sind die schon ein paar Jahr dabei, die zwei, die sind verrückt. Die haben jetzt mit der Uniform, mit Nacht schon in das Bett. Und kommen wir in das Zimmer, was kriegen wir für ne Schreck? Da hängt ein Schild mit Parkverbot und das ist ja nicht nett. Ja, da haben wir schnell die Parkuhr, die wir zwei haben geklaut. Still und heimlich in der Nacht an das Bett gebaut. Als Politesse sind uns Frauen ganz aus Rand und Band. Sie hüpfen, springen und tanzen rum am Straßenrand. Und haben die uns mit dem Auto im Park vom Boden entdeckt. Dann machen die einen Wechselschritt und 20 Mark sind weg. Was ist denn mit den Beinen los? Ja, ich will da sagen, wir sind die Füße eingeschlafen. Die Füße eingeschlafen? Ja, wir sind die Füße eingeschlafen. Die schnarchen aber nicht, ne? Hast du das öfters? Das habe ich schon öfters. Dass du die Füße eingeschlafen? Ja. Müssen wir ruhig sein, sonst werden sie wach, ne? Kein bisschen sexy, das Ei, ne? Kein bisschen. Überhaupt nicht sexy bist du. Sei ehrlich, ich bin doch Belulbi jetzt richtig an. Bist du dann sexy? Ich bin schon mehr wie sexy, ich bin schon Sibi. Bei dir ist doch überhaupt kein Leben drin. Bei mir wirklich kein Leben drin, du. Du bist wie eine Dude. Wieso das dann? Wie ein Toter. Jawohl, überhaupt kein Leben drin, ehrlich. Richtig Ei. Kein Leben drin. Bist du schon lang Dude? Du stinkst alt, weißt du da? Excuse me. Du Ei. Aber schöne Zähne hat der Bursche. Doch, er hat schöne Zähne. Hanni auch. Er hat der, ehrlich. Hör mal, die Zähne, die Zähne, die du hast, ne? Ja. Kriegst du mal die Augen weiß, die... Excuse me. Ach ja. Was hast du da mit den Haaren? Schön, ne? Ich trage mein Haar heute offen. Ich will uns jetzt sagen, mir fallen die Haare aus, kannst du mir da uns eine Jode rot geben? Mein Gott, was hast du für Gesicht? Ist das alles Kopf? Ja klar. Mein Gott, was ist der hässlich? Mit dem Kopf kannst du eine Muppet-Show auftreten. Boah, aber der hat zwei Aale, weißt du? Mein Jobbert hätte einen Epo. Wenn ich die, also wenn ich dich so sehe, kannst du mit mir zufrieden sein, ehrlich. Ja, wieso? Kannst du mir dann jetzt eine Jode rot geben, was ich damit machen soll? Du möchtest gerne oben wieder Haare? Richtig. Ach du Schelm, du. Ja, dann musst du mit ins Inn riefen. Womit? Mit Atropon. Mit Atropon? Ja, das ist scharf. Oh. Brennt das? Oh, das nur nicht trinken, ne? Ja. Jo, das ist das. Und da krieg ich wieder Haare. Ja, Haare kriegst du gegen mich. Aber durch die Reibung erzeugst du eine gewisse Hitze. Ja. In den Jahren wird der Kopf dann kleiner und dann verschiebt sich die Seitenwand nach oben und dann zack, komm mal vor. Du Ei. Ich will uns jetzt sagen, all das hin hier, was du jetzt bemängelt hast, von der Füß angefangen, bis oben in der Haarspitze, das habe ich von unserem Herrn J. gekriegt. Und da bin ich stolz drauf, weißt du das? Ist ja gut, ist ja gut. Alles vom lieben J.? Das habe ich alles vom lieben J. gekriegt. Auch da die eingeschlafen Füße, da die. Auch die eingeschlafen Füße. Das ist alles vom lieben Jott? Das ist alles vom lieben Jott. Mein Jott, mein Jott.
So wie die jetzt aussieht. Ist das alles vom lieben Jott? So wie ich jetzt aussehen. Oh ja. Jott, das hat weiß. Ja, wieso das dann? Ja, da kann man bei dem auch nichts mehr bestellen, ne? Du Ei. So, hör uns, und das Ei, das verbiete ich mir jetzt. Für dich bin ich jetzt der Herr Zimmermann und kein Ei mehr. Ist dir das jetzt klar? Nimm mir Ei? Nee. Zimmermann? Ja. Kein Ei mehr. Zimmermann. Ich bin traurig, Futze. Zimmermann. Zimmermann für das Ei. Herr Zimmermann, früheres Ei. Darf ich noch einmal Ei sagen, ja? Nee. Nee? Nee. Gib mir Ei? Nee. Stimm mir aus dem Paddelboot mit, nee. Ja? Nee. Nimm mich? Nee, ich will es nicht. Okay, einmal mich. Nee, ja, kein Mami. Nee, nee. Okay, geh mal einmal mit. Nee, ja, geh mal mit. Nimm mich ein? Nee. Ja, dann froh Ostern, komm. Schön, hey, gut, gut, gut. Zum Namenstag, was war da der Spiel? Mit kreischende Schlipse, was Strumm und ne Grill. Was haben wir uns über den Grill gefreut? Darum haben wir dich schnell hingeweiht. Doch unten am Ring, da wurde so kalt. Darum haben wir die alte Veranda gestalt. Dann bungen wir uns noch ein Schützel schön. Und alles stund um unserem. Und alles stund um unserem. Lüm, lüm, lüm. Komm, gib Pfeffer, komm, Junge, komm. Wir holten uns Golle, ein Dos mit der Wurst, die Strichhölzer und Bier für der Dos, ne Teller mit Wiesbrot und Fleisch auf einem Spieß, ein Fleisch voll mit Ketchup, jet Curry und Gieß, ein paar Serviette aus buntem Papier, unser Waldi, der Spinze schon hing er dort mir. Wir stunden am Grill mit dem Schützelschirm und alles stund um unserem. Und alles stund um unserem. Um unserem. Um unserem. Komm, Pfeffer, komm, 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 komm. Der Strichhölzer brannte und jetzt jedes Loss. Wir haben in der Gulle geblasen, gestocht. Doch Qualm in der Ohren, et Gesicht war schwarz. Et wollt noch nie brennen, dann nahmen wir ein Flasch mit Spiritus drin, dat jovene Knall. Die Bücher, die lachen bei uns in der Kall. Wir stunden am Grill mit Schützelschirm und alles stund um unserem. Und alles stund um unserem. Bam, bam, bam. Wir wollten noch retten, was zu retten war. Dabei verbrannte mir uns noch da. Die Stimmung schlug um, ob einmal ein Geschrei. Et wot sich gezänk, der Freud war vorbei. Die Bücher, die waren schwarz verbrannt. Sie schmeckten noch Spiritus, Dreck und Sand. Wir warfen die Grillen und gingen verbot. Innen rief Koche Boot, rief Koche Boot. Wow! Und noch Colonia Reds, Hans Zimmermann und Hans Süpo. Kann man nur etwas zu sagen? Der Kleine, aber der ganz Kleine. Komm, lass schon, ja, schnell, schnell. Danke, Lob, Bühne weg, immer wieder. Meine Damen und Herren, die beiden müssen noch weiter. Sie haben den Schluss heute Abend hier. Sie müssen in andere Säle. Da kann man nur sagen, das ist nicht super, das ist super.
mir zwei wollten essen, mir zwei wollten ham. Und da kommen Fleisch und summt uns immer. Immer mit Gesicht, wir starten uns dumm. Das war schwer. Und loten nicht hin, da saß die Obeimo in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Ich hab mehrere Systeme. Sie war wieder da, sie summte von weg und sie brummte von morgen. Da war ein Rühmfly. Was ist das jetzt, ein Rühmfly? Das ist Englisch, Rühmfly. Ja, und was ist das? Ein Dressfly, so ein Johnny, wo er lebt, ja, aber ich kann es nicht sagen. Hier mein Pantoffel. Und zum Tod immer vergessen. Und da ist er. Bist du schnell? Excuse me, Herr Zimmermann, früheres Ei, ja? Und zum Tod ob die Fleisch war kaputt und wir zwei sind jetzt voll. Im Zirkus Colonia. Was haben Sie verdient? Eine Rakete an die Wehre. Kommando 1. Kommando 2. Und Kommando 3. Hans Zimmermann, Hans Zypo, ein Dreifach. Kölle. 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 Dankeschön. Abmarsch. Was ist mit dir los? Du bist erkannt worden. Ich weiß es. Bin nicht froh, dass ich hier bin. Mir laufen die Weiber nach. Es ist furchtbar, ehrlich. Wieso läuft dir dann alles noch? Junge, ich bin ein Frauentyp. Das ist ja furchtbar. Du bist ein Frauentyp? Was meinst du, wenn ich über die Straße gehe, was ich mitmache? Ja, wieso dann? Wie freiwillig komme ich mir manchmal. Du? Ehrlich. Alle laufen sie hinter mir her und rufen, du Ei, du Ei, du Ei. Dabei bin ich doch ja nicht das Ei, du bist doch das Ei. Hör ich jetzt so? Ja, ist doch wahr, Mann. Muss doch mal gesagt werden, ne? Ich bin du? Eben ein Frauentyp, ich kann dir nicht dafür. Ich bin eben du Opfer, bist ein Frauentyp. Ich bin ein Opfer meiner Schönheit, da muss ich mit fertig werden, ja. Ja, ich bin ein Schicksalsschlag. Was bist du, ein Schicksalsschlag? Ein Schicksalsschlag. Ah. Sag bloß, dass du wirst ein Wunschkind. Genau. Ein schlauer Bursche. Ich bin aber ein Wunschkind. Du bist ey. Meine Eltern haben immer gewünscht, dass ich nicht komme. Ich bin ja auch bei einem Gewitter geboren worden. Du bist bei einem Gewitter geboren worden. Genau. Bei einem Gewitter. Ja, ich weiß es ja. Ratatatum, pum pum. Bum. Ein Gewitter war das. Hast du mir ja schon verzahlt. Bei dir musste der Blitzer reingeschlagen sein. Ich will dir uns jetzt sagen, meine Frau hat gesagt, ich wäre doch der schönste und der netteste Mann, den sie kennengelernt hat. Das hat die gesagt? Oh ja. Simon, dass ich das noch erleben darf. Du bist der schönste und ich wäre der schönste und der netteste Mann. Und so eine Frau hast du geheiratet, die so lügt. Du sollst doch besser unser Beispiel an den Peter nehmen, du. Ach, der Peter ist doch bekloppt.
Der hat doch eine Meise. Wieso hat der eine Meise? Ach, der kann eine Pfeife rauchen. Ja, wieso das dann? Der ist doch versuchsweise geboren, Junge. Der Peter? Der war doch auf der Arktis, der hat doch einen Kopfschuss, der hat doch ein Frostgehirn, hat der doch. Der war doch in der Arktis, der hat doch ein halbes Jahr nur vom Pinguinfleisch gelebt. Was hätte er gegessen? Pinguinfleisch? Ja, hätte da nichts zurückbehalten davon. Nein, beim Sprechen nicht, nur beim Gehen, weißt du? Aber an dem sollst du da doch ein Beispiel nehmen. Ich mag kein Pinguinfleisch. Dann meine ich ja nicht, aber meins, wenn du aus dem Haus siehst, dann geht das in eine faule Bütze. Der küsst seine Frau. Oh ja. Und dann abends, wenn der wieder geht, kriegt die Frau wieder ein Bütze. Abends kriegt die schon wieder ein Bütze. Dann esse ich lieber Pinguinfleisch, ehrlich. Nee. Und an dem Küssen soll ich mir ein Beispiel nehmen. Da sollst du doch als Beispiel annehmen. Wie der seine Frau küsst, ja. Bist du mir, glaub ich, kenn die Frau ja nicht. Und übrigens kann man ja vom Küssen blind werden, ne? Was kann man? Vom Küssen kann man blind werden. Ja, wie küsst du dann da drauf? Ich habe vorige Woche ein 18-jähriges Mädchen geküsst. Ja, und? Jetzt kann ich meine Frau nicht mehr sehen. Sag, was hast du da eigentlich für ein Wölbchen an? Das ist die neueste Mode aus Paris bei Frankreich, Herr Zimmermann. Das ist die neueste Mode? Ein ganz leichtes Stöffchen. Mein Gott, das sieht ja aus. Das ist ein Material, wenn ich deinen Staubfussel sehe, da je. Na, das ist eine Maßanzug, ey. Also du, der Hemdjack, wenn du mich freust. Das ist, da kannst du nicht mal Tüten, Filtertüten von machen hier. Ja, was ist das dann hier? Das ist das teuerste Material, was ist das dann? Ach, Junge, das ist echtes Bisam. Was ist das? Echtes Bisam. Wie küsst du dann da drauf? Muss auch Bisam Samstag bezahlt sein, Junge. Wo warst du dann in Urlaub gewesen? Im Sommer. Nee, ich meine, wo du gewesen bist. Ach so, ich war auf Sylt. Du warst auf Sylt? Auf Sylt war ich, ja. Ja, was machst du dann auf... Da fahre ich jetzt schon 15 Jahre hin, da mache ich FKK aus dem FF. Du misst Freikörperkultur? Genau. Aha. Ich kann mich ja sehen lassen. Ich bin ja zeitlos. Ich kann ja alles tragen. Mir steht ja alles. Ich sehe nackt und noch angezogen aus, ja? Mein Gott, wie du aussiehst. Aber was meinst du, wenn ich durch die Sanddünen komme? Ja. Oh. Der Neid unter den Männern. Oh. Da wird man übrigens braun bei FKK. Ja. Wenn die Sonne rauskommt, ne? Wirst du braun von oben bis unter die Fußsohlen. Bis unten hin. Da musst du aber so gehen, weißt du, so. Ja, sind dann doch Frauen bei? Ob da Frauen bei ja, sind? Ja, ob da Frauen bei sind. Ja, ist es denn möglich? Zimmermann! Ja, man kann doch jetzt fragen, ob da Frauen bei sind. Ob da Frauen ja. bei sind, weiß ich doch nicht. Wir haben da auch nichts an. Du Schwein. Wie uns Wohnung renoviert, wo Dinge Wasser rührt kaputt. Was bei uns im Hus dann los war, ja, da war et eng von fort. Denn mir soße jad um Hüschen, wenn da spritzet Osterband. Und mir sind vor Schreck gelaufen, haben die Kleider noch in der Hand. Doch dann haben wir schnell nen Emmer, dann nen Bütt dahin gestellt. Everett spritzte noch immer schlimmer, wie ein Sintflut-Osterwand. Und wir schanden über der Hus her, ein Filler hat er dat genannt. Und jetzt schon mit zwei im Wasser und mir haben de Butz noch in der Hand. Butz noch in ist der jetzt Hand. Jod? Ist es
ein Walzer. Putz, du bist wie ein Walzer. Er schämt sich. Kleiner Nacktarsch. Durch die Zimmer lief et Wasser, und wir sprungen ob der Stuhl. Und mir wurden halt immer blasser, all die Möbel schwommen schon. Und eine Show schwamm durch et Zimmer, ne, wat hatten mir en Freud. Och der Jodfisch war am Schwimmen, nur de Oma, die tät uns leid. Denn die Sauce und Kanapesche rächte wenig in de Hü. Und der dicke, große Jodfisch lötschte ihr am dicke Zieh. Freundschaft. Dann ob einmal Witze munter und sie winkt uns mit der Hand. Ein Schiff wird kommen, der sie singen, wir hatten die Butzen auch in der Hand. Sing doch mit, du kriegst dasselbe Geld wie ich. Das macht er jedes Mal, da könnte ich verrückt werden, ehrlich. Da könnte ich verrückt werden. Ist zwar keine große Umstellung für mich, aber... Das ist zu besseren Silden Urlaub gewesen, ne? Ja, da war ich. Hast du an mich gedacht? Ob ich an dich gedacht habe? Ja. Ich hatte Urlaub. Also hast du nicht an mich gedacht? Na ja, ab und zu schon, ne? Ja, wann denn? Wann hast du da an mich gedacht? Meistens morgens beim Frühstück, wenn ich mein Frühstücksei aufgeschlagen habe. Was soll das dann sein? Hey, kannst du mal sagen, was das sein soll? Das ist der Zimmermann-Tanz. Ich will dir jetzt sagen, du kannst froh sein, dass ich noch hier bin. Wie hier bin? Ja, nur, ich werde dich nach bei meinem Auto verbrannt. Du wirst bald in deinem Auto verbrannt? Oh ja. Du hast in dem Feuer gesessen? Oh ja. Der schöne Waren. Da war aber Eis geworden, wa? Da kann ich doch wohl sagen. Hättest du mal Badenhart gekocht, der Zimmermenge? Aber keine Angst, du kannst ja nicht ganz abbrennen. Ja, warum denn nicht? Eierschalen brennen nicht. Hast du mal eine Unfall? Wie gehst du denn da drauf? So kann man doch nicht immer ausgesehen haben. Umso länger ich dich angucke, umso mehr kann ich mit mir zufrieden sein. Mein Gott, wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür. Die lassen doch jeder Penner rein hier, ey. Du hast ja gar keinen Arsch in der Hose. Oder stehst du verkehrt herum, wa? Das weiß man das ja nicht, ne? Man weiß ja nicht, ne? Oder jetzt auch besser, wenn Sie ein bisschen Sport treiben, dann werdet ihr besser werden. Ich komme aus einer sportlichen Familie, Herr Zimmermann. Wer weiß, wo du herkommst. Jawohl, bei uns zu Hause haben wir alle Sport getrieben. Ja. Alle haben es getrieben, ja, jawohl. Ja, glaube ich. Ich habe Tennis gespielt. Du hast Tennis gespielt? Schau dir die Rückhand an hier. Ich habe mehr Rückhand wie Vorderhand, Junge. Nennt sie das Rückhand? Die Bälle, die ich geschlagen habe, sind nie mehr aufgetaucht. Ich war der beste Mann am Platz. Ja. Ich war mein eigener Champion. Wenn die anderen nicht da waren. Ich war so gut, ich habe mir selber Autogramme gegeben, Junge. Natürlich mit einem anderen Namen, ist klar, ne? Und du hast Tennis gespielt, ne? Genau. Aber mach ich nicht mehr, ist mir so eine Lauferei. Ja, warum ist das dann Lauferei? Das war ja eine Lauferei. Ja, warum oh, dann? Weil das eine Lauferei war. Das war ja so ein kleiner Verein, die hatten ja überhaupt nichts aus der Pfanne, ne? Genau, passt dann so. Beim Tennis steht einer auf der Sieg und der andere steht auf der Sieg. Und da wird der Ball hin und her geschlagen. Hast du gespielt oder ich? Das war eine Laufer, das war ja ganz kleiner ja, Verein. Aber hätte der kleine Verein dann. Ihr habt doch kein Geld! Ja, wieso denn? Was meinst du, ist das eine Lauferei? Ja, wieso war? Denn? Wir hatten doch nur einen Schläger!
Der hat ja gar keine Ahnung von Sport, dieser Tütenlöwe. Ich hab keine Ahnung. Aha. Du Schnullerpfeife. Ich hab schon Ahnung. Hier, ich hab die Welt bereist. Du? Allein meine Sprachkenntnisse, die ich besitze. Du hast jetzt gelehrt? Jawohl, zum Beispiel Eigelstein. Was heißt das dann? Das ist auf Hochdeutsch Eagelstone. Ja, Junge, ich bin weltbereist. Da bist du Plattdeutschländer. Jawohl, oder Holland zum Beispiel. Oder China. China? Klingepütz auf Chinesisch. Und wie heißt das? Hu Weng Lang Yang. Ja. Ich hab die Welt bereist. Du hast sie bereist, du kannst mir jetzt erzählen. Ja, Junge, ich bin im Sport immer unterwegs gewesen. Sport? Ich habe 7 Kämpfe bestritten, Junge. 7 Kämpfe jedes Jahr, nicht nur 5 Kampf. Na, siehst du mal, wie jüdisch gewesen bin, ne? Ich hab damals Stabhochspringen gemacht. Da hab ich mal einmal 5,95 Meter gesprungen im dritten Durchgang, jawohl. Ob einem Mal? Ja, meinst du, ich hätte mittendrin eine Pause eingelegt. Ja, da hört 5,95 Meter ist Weltrekord. Weiß ich ja, ist ja nicht anerkannt worden. Und warum nicht? Weil ich ohne Stab gesprungen bin. Oh, Heimatklänge. Ohne Stab. Mit zwei, wir machen Tanzmusik, weil uns dazu gefällt. Und musikalisch haben wir uns auf Rock jetzt eingestellt. Sich vorher Wort mit jeden Tag für uns daheim trainiert. Ne Salto und ne Doppel-Nelson haben wir schon probiert. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu den Rhythmus mit uns toll. Wir zittern schon an Arm und Bein und mit der Glück ist ganz gemein. Dahinter sind wir durchgebrannt und sind wir zwei aus Rand und Band. Und alle schräg wie Radodoll, der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Oh, oh yeah! Ja, hey, was ist mit dir los? Wow, wow! Ha! Oh, schnellisch auf einer Sitzung, die Musik macht ja Pause. Und tausend Mann, die Boten aus dem Klo und schneller raus. Da liefen mir Flückinger her und waren ganz erstaunt. Genauso wie beim Tanzen springen, die sind der Faust. Wir tanzen jetzt in den Rock'n'Roll, denn zu den Rhythmus mit uns toll. Wir zittern schon an Arm und Bein und wie der Typ ist ganz gemein. Dahinter sind wir durchgebrannt und sind wir zwei aus Rand und Band. Und alle schräg wie Radodol, der Rock'n'Roll ist wirklich wundervoll. Seid jetzt selber schuld. Sei uns, sag mal, die uns jetzt vernünftiges fragen. Ja, darf man die uns jetzt vernünftiges fragen? Wenn es geistreich ist. Ich habe mir da einen Taxibetrieb gekauft. Sehr geistreich. Ja, jetzt muss ich ihre Auto an, ne? Ist normal, zu Fuß kannst du die Leute nicht nach Hause bringen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mir nur eine 280 oder einen 300er Mercedes kaufen? Bist du geizig? Ob ein 280 oder 300, auf die 20 Mal kommen sich da auch nicht mehr an. Ist der bekloppt, ehrlich? Wieso bin ich dann bekloppt? Mein Gott, ist der bekloppt. Ja, wofür denn? Ich glaube, der weiß noch nicht mal, wo die Menschen herkommen. Na hör uns, die Menschen werden geboren. Siehst du, er weiß es nicht. Ja, wo kommen dann die Menschen her? Pass auf, ich klär dich auf, pass auf. Der liebe Gott. Ja. Ist der bekloppt? Ja, dann erzähl mir doch. Also auf der liebe Gott hat eine Kiste mit Sand in die Sonne gestellt. Ja. Hat er der Eiersegen gegeben. Acht Tage
Jahre später geht die Kiste auf. Ja. Da kamen alles Menschen raus. Aus der Kiste? Genau. Aber die wurden alle bekloppt. Hat er das selber nochmal gemacht? Ja. Ohne Eiersegen? Ja. Da kamen wieder neue Menschen raus. Ja. Das waren herrliche Menschen. Schau mich an, herrliche Menschen. Und warum hat er denn jetzt mal nicht geklappt? Weißt du das nicht? Nee. Da warst du bestimmt in der ersten Kiste. Mit zwei Handdoppeltgänger, die sind so russ wie mir. Wir werden oft verwässelt und können nix dafür. Die zwei haben uns halt öfters in Verlegenheit gebracht. Was haben wir für ein Wut, ob die zwei vom Aldermann? Schon damals in der Schulzig, da waren die aktiv. Doch irgendwo hier in der Straße, ne stehen ins Innen schief. Da kommen die Lücke laufen und die haben nicht viel gesagt. Wir kreischten im Riemen für die zwei vom Aldermann. Das ist ein Rattenpacker, ich in der Sache, Junge. Wenn ich die mal treffe, werde ich zum Schläger. Wer du? Ich habe mal 6 Mann zerschlagen, die liegen heute noch im Krankenhaus. Wie immer? Da meinst du dann, der älteste Bruder kommt nächstes Jahr in die Schule. Wir haben schon früh geheiratet, was sein muss, das muss sein. Es stellten sich in Kürze 2 kräftige Jungens ein. Es scheint uns, haben sie damals ganz fiese reingeladen. Denn die Pens, die sind so aus wie die zwei vom Aldermat. Wir haben jetzt hier gesungen und ihr hat uns all geholt. Und trotzdem wird nachher verzahlt von uns wie einer tut. Wenn wir die zwei erwischen, die so jetzt haben gesagt, dann schleifen wir die durch den Sod bis auf der Aldermat. Meine sehr verehrten Damen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, glückliches Köln, glücklicher Fastelier, der ein solches Duett hat. Und er hat es angespielt, der Matthias Dick. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Dürfen wir uns bei Hans Zimmermann und bei Hans Zypern mit dem Orden des Festkomitees bedanken. Ich darf ihn einmal so herüberreichen. Um diese Zeit eine solche Rede, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke auch an dieser Stelle Ihnen, ein solches Publikum in einer Sitzung zu haben. Das ist großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Senden Sie mit mir eine Rakete für unsere beiden, für Hans Zypern und Hans Zimmermann, das Kolonien-Duett Tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Das Colonia-Duett. Was ist damit? Zu ja waren, wenn er so macht. Mama und Ömmi geht, das geht auch, bei denen immer. Was ist damit, der Mädchen? Der hat mich gerade angelacht, hast du gesehen? Das Mädchen hat die angelacht. Willst du eine Chance? Nur, schon wieder, nur. Ich muss ein Frauentyp sein. Ich will dir jetzt. Ich bin ein Opfer meiner Schönheit. Ich will dir jetzt sagen, da muss er da ja nichts drauf hinzubilden. Jetzt haben wir aber angelacht.
Ach ja, wie steht jetzt mal die Sinn am... Du mich angelacht. Ja, wie steht jetzt mal die Sinn am Mutter, ich auch lache. Hast du schon mal überlegt, dass du mir damit wehtun kannst? Du Tütenügel. Hast du schon mal in das Spiegel geguckt? Nee, wofür? Du nicht. Ja, wofür du sollst du... Du nicht. Ja, wofür dann? Du kannst einen Schock für Leben kriegen, ehrlich. Ich will dir uns jetzt sagen, der Meiers Hein, der hat mich eingeladen. Ja, hi. Ja. Der hat dich eingeladen? Der hat mich eingeladen. Der kleine Hein? Der Hein. Diese Stinkdrüse. Der hat mich eingeladen. Der hat dich eingeladen. Der hat mich eingeladen. Die Hühnerfrau. Ja. Der hat dich eingeladen. Der hat mich eingeladen. Dich eingeladen. Ja, der hat mich eingeladen. Der ist doch so geizig. Ja, wieso? Der hat mich doch eingeladen. Der hat doch die Hühnerfrau. Ja. Die gibt den Hühner heiß Wasser, dass sie ihr kochte Eier legen. Gott, was ist denn geil? Na, hören Sie, ich bin noch beim Notar gewesen, weißt du, ich habe mein Testament gemacht. Du hast ein Sakrament gemacht? Mein hast Testament. Ist doch dasselbe, ne? Oder, ne? Hast du denn an mich gedacht? Wieso an dich denke? Du bist ein guter Freund. Feiner Kerl. Ich will doch. Hast du an mich gedacht? Ich lasse mich verbrennen. Du lässt dich verbrennen? Ja. Wann? Wenn ich tot bin. Wenn du tot bist? Ja. Lässt du dich verbrennen? Ja. Das kann ich auch. Bist du geizig? Mein Gott, da bist du geizig. Das sieht ihr ähnlich, verbrennen lassen. Der Asche liegen lassen und laufen gehen. Da kann man, ja. Kannst du mir sagen, wo du vergangene Woche gewesen bist? Ich habe dir angerufen wie in der Jack. Und da ist doch keiner an der Telefon gegangen. Du hast bei mir angerufen? Ja. Bei mir live? Dass ich das noch erleben durfte. Er hat bei mir angerufen. Ja und? Ja, da ist doch keiner an der Telefon gegangen. Da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Apparat. Nee, da ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und du ist keiner an der Apparat gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Kommt doch keiner zu Hause. Ich war doch in Urlaub in Spanien. Du warst in Spanien? Sissi. Ja, und zwar messen dann in Spanien. Urlaub, Urlaub. Ja, da fährt doch jede Jack hin. Jede Jack? Ja. Warum fährst du denn nicht dahin? Du Tütenügel. Du Schnullerpfeife. Ich hab mir doch da ein Grundstück gekauft. Du hast doch in Spanien. Sissi. Ja, du kriegst doch noch nicht in so einen Parkplatz. Ne Parkplatz? Ja. Darum habe ich mir ja da ein Grundstück gekauft. Wie zum Parken? Nein, zum Wenden, damit ich wieder nach Hause komme. Ist das jetzt gut? Servus, ich will uns jetzt sagen, wenn man nur so ein Land fährt, dann muss man doch ein bisschen von der Sprache können. Spanisch? Ja. Die Sprache? Ja. Doch ganz einfach. Das ist das Einfachste von der Welt. Ja? Wenn man sie kann. Ja, kannst du sie dann? Nee. Aber ein paar Brocken habe ich gelernt. Ja, was ja, dann? Zum Beispiel wie Manjana. Manjana? Manjana, Manjana, das heißt übermorgen.
Kaffee Colletsche. Silvester. Uno dort Stress. Zweimal drei ist sechs. Da bist der platte Flunder, wa? Und ich habe einen Mann kennengelernt, der sah aus wie du im Moment. Ja. Wie, der sah aus wie ich? Ich dachte, du wolltest mich besuchen auf meinem Parkplatz. Der hätte so ausgesehen wie ich. Ja, wisst ihr, wie der hieß? Nee. El Sacco. El Sacco oder La Bügel. Nee. El Sacco, so hieß der, ja. Ja, und was heißt das auf Deutsch? Plastiktüte. Ist das nicht komisch? Herr Zimmermann, die Plastiktüte. Die Zimmermann. Ja, ey, darf ich schon nicht mehr sagen. Zimmermann, das frühere. Zimmermann im Taschenformat. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt? Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft. Da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, zwei Spiegeleier. Herr Zimmermann. Komm, mit dir spreche ich nicht mehr. Ist in Ordnung, gib Gas. Wir zwei stammen mit der Höhner, jetzt schon um 5 Uhr ab. Wir laufen, springen, hüpfen, als würden wir bekloppt. Denn 20 Kilo sind so viel, so meint der Doktor Klein, der blöde Schwein. Drum haben wir zwei uns angemeldet, im Trim dich fit vorein. Der Hampel, Bampel, Strampelmann, der mäht uns meine Böse. Ja. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Weg ein paar Mal in der Hüfte. Und sind wir zwei so richtig warm, ja, dann hüpfen wir noch wieder. Kannst du mal sagen, was der Blödsinn sind so? Das ist der Eiertanz. Jetzt laufen wir schon Monate in Wald und Flur irren. Ob Laufe, Schwimme, Tennis, Spiele, ne wieder ja nicht dünn. Uns Frauen sind am Schengen, ihr zwei Hättchen nur ab. Und hoffen's dann bei uns daheim, da sind wir müde und schlapp. Der Hampel, Bampel, Strampelmann, der mäht uns zwei nervös. Wir laufen durch das nasse Gras und wackeln mit den Füßen. Dann springen wir auf einem Bein ein paar Mal in der Höhe. Ja. Und sind wir zwei so richtig schwärm, ja, dann hüpfen wir noch mehr. Das nennst du Leben? Da ist Schönheit drin bei mir. Schönheit? Du könntest bei C&A als Dressmann anfangen. Pass mal auf, ich schiff der Klo, wann ich will. Ist das klar? Über die Beleidigung. Das sieht auch gut aus. Hat's einen Blutsturz? Du Fensterleder. Du musst jetzt mal Doktor gehen. Ich glaube, bei dir stimmt was nicht. Wieso, wenn wir... Ist bestimmt versuchsweise geboren, wa? Ich schon jedes Jahr noch am Arzt und der tät mich dann röntgen von der Füße bis oben in der Kopperin. Du musst ein kleiner Arzt sein, der kommt bestimmt noch ein bisschen hin, oder? Nee, der hat auch der Kopf geröntgt. Der Kopf? Der hat auch geröntgt und der hat nie jetzt gefunden. War ja nichts drin, kann ja nichts. Aber schöne Zähne hat der Bursche, ne? Zeig mal her, ja? Ja, weg. Nee, du kriegst sie nicht. Gestern hat er sie mir noch gegeben. Bist du geizig?
Ich will dir uns jetzt sagen, mich hätte aber gestern Abend noch ein Mädchen eingeladen zu einer Tasse Kaffee, die aber nicht. Eine ganze Tasse? Was hat sie denn gesagt? Kommen Sie rein, Zimmermann, kommen Sie rein. Zimmermann? Nee, das hätte für mich gesagt, ihr Mann wird da. Oh, das war ja Spiel ohne Grenzen. Ja, Dellon führt mich. Für mich jange die Köcherin, in da die steht Küche? Ein, ja, da steht eine Korf mit Wäsch. Mit Wäsch? Ja, da schnappst du doch ein Bügeli, und da fängst du schnell an zu bügeln. Und ich schon an meine Mannerin und kann dem sagen, der Bügelmann ist da. Und ich habe ein das Kaffee 2 Stunden gebügelt. Für 2 Stunden gebügelt? Ja. Für eine Tasse Kaffee? Ja. Hätte sie bei Chibo Billy haben können. Zimmermann. Ach nein. Ist der gelbe Klo. Für eine Tasse Kaffee hat er 2 Stunden gebügelt. Ist er bald Jod? Der muss noch Hammer hangen. Excuse me, Zimmermann. Hör mal, Bügelmann, da war nicht zufällig so eine kleine Blonde aus der Gaststätte Ball zu einsamen Herzen. Sie hören uns doch, komm, das nehme ich her. Sag bloß das Luder, wa? Ja, wieso dann? Die hat uns dran gekriegt. Ja, wieso hat die Frau uns dann dran gekriegt? Ja, ist es denn, du, was du gestern gebügelt hast, hab ich vorgestern gewaschen. So blöde sein. Wir wollen dich jetzt singen. Heidi, Heidi, wo sind deine Berge? Na, hier kann er nicht sein. Nee. Excuse me. Vom Rothus und vom Aldermat, da sind 2 Originale, die kommen nicht parat. Zig Jahre da, da haben die Krach, man weiß es nicht genau. Der Kallendresser, der Filou, der ist vor Lachen blau. Blau, blau, blüht der Enzian. Hör mal an, wie schön das sich anhört. Ich muss ja nicht, dass ich der konnte. Der Platz ja weg vom Rothusdom, so wie der Hienan. Der streckt bei jeder volle Stunde der Zung aus singen ran. Jetzt weiß ich auch, warum der das sich ja um das umet. Die nackte Fut vom Kalendressor hat ihn abgerecht. Pass doch auf. So ist es neulich doch ein Frau, nom Kadin gerannt. Das Wort vom Kalendressor, das zollt jetzt wunderbar. Oder sollen wir jetzt sagen, einen Regenrinnen schießen, man. Regenrinnen schießen, man. Immer lässt ihr mich die Biesterei allein singen. Das ist doch wahr. Das kann nicht verrückt werden. Ja, da muss ich aber nicht zu verändern. Hast mir schon wieder wehgetan. Wie ist das Leben doch so schön? So schön. Bei uns hier in der Stadt. In der Stadt. Ein Gläschen Kölschen, den halben Hahn. Ein Fläschchen suren Wein. Ja, da weiß man, was man hat. Von Herzlichkeit und Ehrenart. Und noch vom Kölschen Klaff. Vom Dom der Decke Pizza. Der ist Köln Allah. Frauen haben neulich ein Nazimpje gekauft.
für jeden von uns zwei. Mit Kornblümchen drauf, se wore zwar Hunger, jet lang und jet wick. Doch saten uns Frauen, dat vor jed mit der Zick. Wenn sie ihr Wäsche sind, dann sind sie richtig. Sönd sind sie doch schön, und dat ist doch wichtig. Sie waren am Grabe tatsächlich ganz fech. Dann kommen sie das erste Mal mit in der Wäsch. Wir kriegen sie wieder, alles okay. Jetzt singen sie uns grad noch bis an die Knie. Jetzt waren sie schön, richtig vornehm und nett. Wir gingen noch mal sehen, hoch in das Bett. Sie waren fast zu schade, um sich streng zu bewegen. Wir zwei haben acht Nächte am Rücken gelegen. Wir waren zu stolz und die Hemden so fest. Dann kommen sie zweite Mal mit in der Wäsch. Mir kreten sie wieder, was ein Blamage. Jetzt schauen sie uns da, la 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 la. Na gut, dass ich den Arsch gesungen hab, ne? War arschkurz, waren sie arschkurz. Dreht man sie verrückt, sind sie hinge zu. Und andersherum, genau zu. Wir müssen des Ofens dann blitzschnell verschwinden. Und jedes Mal flattert das Fähnchen im Winde. Sie sind zwar am Karre immer noch fesch. Doch sie sollen am Montag wieder mit in der Wäsch. Unser Kolonialrat Hans Zimmermann und Hans Süpo. Mit ihrem herrlichen kölschen Vortrag. Man muss schon ein bisschen aufpassen, aber man kann auch herzlich darüber lachen. Ich glaube, die zwei haben jetzt verdient, weil wir lange nicht gehabt haben. Wir wollen Rakete. Bravo! Einverstanden! Kommando 1! Kommando 2! Und Tempo 3! Und man kann sie immer wieder hören. Und immer wieder ist jetzt Neues dabei, was zu bringen. Die zwei. Wenn man die nicht hätte, ich schlöge, dann können wir mit dem Rosenthal Hans ausrufen. Die zwei sind? Spitze! Noch eins, was sind die? Spitze! Jawohl, das können wir sagen. Spitze im Kölsche Bastelier. Und die zwei haben noch der Orden des Festkomitees ganz herzlich verdient. Bedanke dich mit dem Dreifachkräfte Kölle. Zuja, aber jetzt schon. Och nö. Das ist ja jo, da bringen wir Zuja, aber dann gehen wir heim. Bravo, bravo, bravo. Ich habe ja nicht nötig hier zu stehen. Ich bin finanziell frisch. Ich brauche das ja nicht hier. Wieso bist du dann finanziell frisch? Was heißt das dann? Ich kriege Geld ohne zu arbeiten, Junge. Du kriegst Geld ohne zu arbeiten? Ja. Heißt im Lotto, Junge? Nein, ich kriege Geld ohne zu arbeiten vom Arbeitsamt. Wie du kriegst Geld ohne vom Arbeitsamt? Ich bekomme Arbeiterlosenunterstützung. Moment, was kriegst du? Arbeiterlosenunterstützung. Kannst du mir das jetzt noch uns ganz langsam wiederholen? Ist der bekloppt? Mein lieber Freund, ich bekomme vom Arbeiteramt. Ja. Arbeiterlosenunterstützung, verstehst du? Kannst du nicht sagen Arbeiterlosenunterstützung? Nee, das kann ich nicht sagen. Da kriegst du kein Geld. Da habe ich ein ganzes Jahr dann gearbeitet, ja.
Der sitzt jetzt in der Klapsmühle. Aber jetzt will ich doch uns jetzt sagen, du gehst jetzt wieder nach dem Arbeitsamt hin, schon wieder? Sprichst mit dem Beamten und der soll dir eine neue Stelle geben. Das ist eine neue, muss ich vom Führer anfangen. Wieso das dann? Ja, der eine ist in der Klapsmühle, ja, ja. Was heißt das dann? Hast du umgebracht. Du fährst nach dem Beamten wieder hin und sagst, er soll dir eine neue Stelle geben auf dem Arbeitsamt. Ah, wieder noch am Arbeitsamt? Ja. Ach ne, Josch, nimm mich hin. Warum fährst du denn nicht mit dem Arbeitsamt? Ach, ich fahr nie mit dem Arbeitsamt. Bist du bekloppt? Ja, warum denn nicht? Da kriegst du ja keinen Parkplatz. Was soll ich denn da, ne? Und was wollt das Mädchen von dir dann? Eine? Wie eine? Zimmermann. Eine, die reißen sich um mich. Um dich? Ich hab mir extra reißfeste Klamotten angeschafft, Junge. Ich hab da jetzt Zeit. Wieso hast du denn Zeit? Ich kann mich um die Frauen kümmern. Ja, wieso dann? Die Männer sind da arbeiten. Und du meinst, du hättest Zeit jetzt dafür? Für yes, dich? I have. Und du bist ja doch ein Findelkind, das weiß ich doch. Ich bin ein Wunschkind. Was bist du? Ein Wunschkind. Meine Eltern haben sich immer gewünscht, dass ich nicht komme. Jawohl. Und weißt du, was meine Frau gesagt hat? Ich wäre der Schönste von uns zwei. Hat die gesagt? Oh ja. Und so eine Frau hast du ja heiratet, die so lügt. Du sollst dich doch jeder nachnehmen. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, ja. Da haben sie einen Mann mit einer Frau in flagranti erwischt. Ehrlich? Oh ja. In flagranti? In flagranti haben sie die erwischt. Live? Die waren aber blöde, wa? Wieso sind die denn blöde, wenn die erwischt worden sind? Könnte mir nie passieren. Ja, wieso denn nicht? Ich bin viel zu clever. Ja, wieso bist du dann zu clever dafür? Ich gehe da arbeiten, soll los und Unterstützung. Ach, nein. Da hat man die so einfach erwischt. Die haben sie erwischt in flagranti. Ein Mann? Und eine Frau. Zwei Mann? Ja. Pärchen? Ja. Live? Ja. In flagranti? Ja. In flagranti. Wo liegt das? Ist das weit von hier? Muss man das. Jetzt will ich uns jetzt sagen, du hast ja sowieso keinen Anstand. Das kann man nicht sagen von mir, das kann man nicht sagen. Aber du hast doch keinen Anstand. Oh, jetzt hab ich mir den Bus in die Klemm, Moment. Hör uns, ich will uns jetzt sagen, du sitzt zu Hus in der Küche. Ja, sitze ich öfters. Splitternackt, ja. Wie der Herr ja dich geschaffen hat. Hallo. Ja, und liest die Zeitung. Ja. Und draußen auf dem Fenster, da steht eine ganze Knubbelminsche Lurenerin. Was soll das denn eigentlich? Muss das jetzt sein? Ja, du sagst uns doch jetzt drauf. Kannst du doch nicht machen, sind doch Frauen hier. Ja, aber und? Warum sitzt er dann so in der Küche? Haben da Leute durch die Fenster geguckt? Ja, die haben alle durch die Fenster geguckt. Von yesterday oder was war das? Ist es jetzt Jod? Oder war das Mandiana? Ach, da will ich morgen. Die haben bei mir so einfach durch die die Fenster. Die haben alle durch die Fenster geguckt und haben dazu geguckt. Und ich starre schwer Fernseher am Gucken, natürlich, ja, nicht ehrlich. Und du hast mich schnackend gesehen? Ich habe dich schnackend gesehen. Stark, wa? Ja, ich kann mich sehen lassen, ich bin zeitlos. Ja, ja. Ich kann alles tragen, ich habe eine Zeitung. Ja. Aha. Ich sitze immer so in der Küche, ne? Lese meine Zeitung. Ja. Du sitzt immer so da? Splitternackt. Mich kommt ja nie einer besuchen. Kann ich eine nackigste Zeitung lesen? Ja, kannst du mir dann nicht sagen, warum du eine Hut anhast? Ja, Hut habe ich immer an, es könnte ja doch einer kommen, das weiß man ja nie. Ne? Ich meine, du sollst doch besser an mir ein Beispiel nehmen, du. Ein Beispiel? An mir sollst du doch ein Beispiel nehmen. An dir? An mir. Ich mag kein Eier. Ich habe meiner Frau zu Weihnachten einen Breitschwanzmantel gekauft. Ein Breitschwanzmantel? Ja, eine Breitschwanzmantel hast du meiner Frau gekauft. Ach, eine Breitschwanzmantel? Richtig. Aha. Ein Breitschwanzmantel. Und so eine Sauerei zieht die an? Ich will uns jetzt sagen, meine Frau ist glücklich, dass sie den Mantel hat. Glücklich? Oh ja, was meinst du, was die glücklich ist? Mit dem Breitschwanz? Oh ja. War der teuer? Ja, der hat 15.000 Mark gekostet. Oh, der muss aber breit sein.
15.000 Mark für eine Breitschwanzmann. Oh, ja. So breite Schwänze gibt es doch ja nicht. Deine Frau zieht aber alles an, ehrlich. Ja, meine Frau kann sich ja sinnlos, ja, ne? Ja. Sie Südjod, also sie trägt ihre Funde mit Charme. Ja, ihre Funde. Ein Schneeflöckchen. Kleine Schneelawine. Du bist bloß neidisch. Ob Kölz, Zojebunge, Plümo. Miss Zimmerman aus dem Phantasialand. Naja, na, dicke Frauen sind praktisch, ne? Wieso sind die da praktisch? Du hast im Sommer Schatten, das ist gut, das ist gut. Ich hab immer deine Frau voriges Jahr im Schwimmbad gesehen. Du hast im Schwimmbad gesehen? Aber ohne Breitschwanzmantel. Nur der Schatten habe ich gesehen. Wo hast du gesehen? Mein Gott, hat die einen Schatten. Ja, wieso das dann? Das halbe Schwimmbecken war halb kalt, ehrlich. Wie eine Asphaltstraße. Hm, du kannst mal was. Statt jeden Moment käme der Lastwagen angefahren. Da kam der Lastwagen. Sah gut aus, hat eine dreiteilige Bikini angehabt. Meine Frau hat eine dreiteilige Bikini angehabt. Das ist ein ganz neues Modell sein, ne? Ne, was hätte sie da getragen? Dreiteilig, eine Strühhut, Halskette und Sandalen hatte die an. Hab ich gesehen. Aber weißt du übrigens, dass ich mich liften lasse beim Arzt? Du lässt dich liften? Ich lasse mich liften beim Arzt. Ach, beim Arzt? Beim Arzt. Ja, ich gehe lieber zu Fuß, weißt du. Ich brauche die Bewegung, weil ich mache ja auch Yoga, ne? Du machst Yoga? Ja, so ein Eimer Wasser, Füße rein, Finger in die Steckdose durchbluten, verstehst du? Ich fahre nicht hier einen Aufzug, ich bin immer so schwindelig dabei. Aber ich lasse mich liften beim Arzt. Du lässt dich liften? Oh ja. Ja, wenn du zu Fuß zu faul bist, musst du Auto fahren. Ja. Liften, weißt du, was das ist? Liften ist Hautverschiebung. Da wird die Huck von unten nach oben stramm getrocknet. Oh. Immer höher getrocknet. Und das nennt man Liften. Hautverschiebung, das ist Liften. Oh. Wieso kennst du das denn nicht, was Hautverschiebung ist? Einfach so von unten nach oben. Von unten nach oben. Oh. Oh. Vorne auch? Das wird rundherum gemacht. Saubere Arbeit. Ja, wieso das dann? Ich hab keine Knoten gesehen. Machst du das öfters? Dann mache ich im Jahr dreimal. Siehst du, hast du keinen Arsch in der Hose. Aber dafür sind ich ja besser aus wie du und da bist du ja neidisch drauf. Feiner Kerl, ja, ja. Vor 3 Jahren fing er schon an, Jack zu werden. Wissen noch vor 3 Jahren, wie der angefangen hat, die Kleider, ist er noch? Und wie der sich hochgearbeitet hat, ist er noch? Heute hat er sich liften lassen. Du hast es gerade nötig, über mich so zu meckern, du. Du stehst auf der Hochstraße und hast ein Mädchen im Arm. Ja. Alle Lücken lachen dazu. Warum gehst du eigentlich mit der Frau nicht nach Hause, Frau? Das ist mir zu kriminell. Ja, warum kann das kriminell sein? Das habe ich einmal gemacht. Ja, und? Da bin ich Jeck drüber geworden. Ja, wie kann man dann da drüber Jeck werden? Ist doch plötzlich der Mann durch die Tür gekommen. Ja, und du? Ich durch das Fenster. Ich konnte mich gerade von draußen am Fensterrahmen festhalten. Ja. Dann hat der meine Finger gesehen. Der Mann? Genau. Ah, was hat ist denn? Er hat den Hammer geholt. Den Hammer, was wollt ihr dann damit? Ja, ist es denn möglich? Was will der mit dem Hammer? Was soll ich schon mit dem Hammer tun? Ja, da hält man doch Nählerin. Hat er gemacht? Ja. Aber Fingernägel hat er reingehauen. Ah. Wie bekloppt hat er gehauen? Ja. Der muss Musiker gewesen sein. Ja, wieso das dann? Der hat Töne bei mir rausgeholt. Ich wusste ja nicht, dass ich jodeln konnte. Aber ich habe nicht losgelassen. Ich habe gedacht, ich hatte meine Freude, soll es auch haben. Und da bist du Jack geworden? Nein. Nee? Später. Ah. Zieht ja noch weiter, der hat noch eine Zange geholt. Das war ja ein Sadist, ne? Ein Exorzist war das. Exorzist, was ist das dann? Schau im Dudel nach, das ist es. Unter Schmerzen. Ah. Da
habe die Fingernägel einzeln gezogen. Einzeln aufgetrocknet? Hatte nur eine Zange dabei, ja. Ah. Aber ich habe nicht losgelassen. Ja, und da bist du jeck geworden? Nein. Nein? Später. Ah. Ich hing da noch da. Ja. Ich hatte doch Zeit. Ah. Dann hat er eine Knüppel geholt. Eine Knüppel? Hat mir auf meinen Kopf geschlagen. Immer auf der deine? Na ja, frech man doch vorher, ne? Ja. Ist ja verwundbar, sowas. Ja, ja. Und da bist du jeck geworden? Nein! Nee? Nein, nein, nein. Wann bist du denn jeck geworden? Morgens früh, ja. Wieso ja. dann? Mit hell wurde. Ja, wieso dann? Wie ich gesehen habe, da die Parterre hin. Da bin ich jeck geworden, ehrlich. Aber weißt du, dass ich jetzt eine Urkunde gekriegt habe, wegen 30-jährigem unfallfreiem Fahren? In einem durch? Ja, was denkst du dann? Mit einem Führerschein? Ja, was denkst du dann mit einem Führerschein? Stark. Ich war auch schon 30 Jahre unfallfrei. Du? Aber ohne Führerschein. Mit dem müssen sie mal Auto fahren. Der hat einen Fahrstil. Nicht so glatt war. Meinst du, der hätte da Schneeketten drauf gemacht? Nein, es müssen Eierketten sein. Und wie der aussieht am Steuer. Haben Sie schon mal ein Ei am Steuer gesehen? Ist er bald tot? Noch nie einen Unfall gehabt. Bist du zuletzt mit mir gefahren, haben uns doch bald überschlagen, wie wir über die Flasche gefahren sind. Weiß er nicht mehr. Wir zwei sind über ein Fläschchen. Über die Flasche sind wir hier. Über eine Flasche. Weiß er nicht mehr. Ich habe keine Flasche gesehen. Konnt's ja nicht. Hat der Mann ja eine Tasche gehabt. Wir zwei haben uns ein Auto gekauft, das war so verbügelt gestellt. Wie der singt. So fährt der Auto. Der Auspuff kaputt und der qualmte so stark und der lief auch nicht allzu schnell. Der Kotflügel los und der Stoßstang war fort. In der Windschutzscheibe, da war ein Loch. Ein Loch in der Windschutzscheibe war bestimmt geschossen worden auf den Zimmermann. Es war FBI, war das FBI. Aber was? Nix goss, ja, das ist auch nix. Und das geht doch noch schnell kaputt. Der erste Gang und der zweite Gang und der Alleingang. Überall rasen wir schnell vorbei. Mit 100 Zack und nix der Lache, was war da denn Fahrerei? Ganz plötzlich, da hören wir Hühner geschrien. Mit zwei konnte ja nix dafür. Die Hühner sind platt und das Ei steht dran. Im Hühnerstall, da steht ihr. Freundschaft. Ne Birsch erhob und der Motor, der klopp. Ob einmal, da steht alles still. Kein Wasser im Kühler, der Motor am Kochen. Wir konnten verqualmen nix wie sehen. Am wahren Heber die Finger gequetscht, am Auspuff wird Fetsche verbrannt. Ich kann mir noch verbrennen, aber nicht mehr, oder? Und Auto geladen und schwarz gemacht und der Blut voll Öl und Sand. Mit dem Hammer gekloppt und mit Öl gespritzt, ob alles, was sich so bewegt. Mit dem Feuerzeug hab ich in der Tank geleucht, ob mir noch genug Benzin. Zu spät gemerkt, der Tank explodiert, ob einmal eine schwere Knall. Wir zwei sind im Bohr in die Jauche geflohen, um der Stunk überall. Der sah aus wie Goldfinger. Das goldene Ei. Ein Auto, das brennt um mit zwei Sternen im Himmel und alles ist mit verbrannt. Und Sonnenbrille, ja, die war noch wie neu, wir sind schnell nach Hause gerannt. Da laufen zwei Flitzer, rief die Polizei, hat wieder ein Protokoll. Wir kaufen uns keine Gebrauchware mehr. Wir haben die Nase jetzt voll.
Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Sie sagen einfach Zugabe. Das ist gar nicht so einfach, eine Zugabe zu geben mit einem Mann, der so bekloppt ist wie man, wie der. Ist es jetzt so? Was denkst du denn machen, wenn wir heute oder morgen jetzt hier passieren, denn? Wenn der Sensenmann kommt? Ja. Und nimm mir meine Zimmermann. Was denkst du denn machen? Also wenn du sterben solltest, ja, das wirst du nicht überleben. Aber traurig wäre ich ja doch. Ich würde nur schwarz tragen. Ich würde mich nie waschen, ehrlich. Aber ich glaube an das zweite Leben. Was möchtest du denn werden, wenn du nochmal auf die Welt kommst? Wenn ich noch eins auf die Welt komme, was möchtest du denn werden, wenn du nochmal auf die Welt kommst? Werde ich ein Bienen. Ach, ein Bienen. Oh. Ein Bienen. Die Biene Zimmermann. Das erste Ei, was fliegen kann. Und weißt du, warum ich ein Bienen werde? Nein, du sagst. Da kann ich so von Blüte zu Blüte fliegen. Fliegen, der Traum der Menschheit. Kann mir den Honig holen, wo ich will. Und kann all die Leute, die mich geärgert haben, in den Fuß stechen. Oh, aber ich stirb denn nicht zuerst. Da muss ich einen Blätschputz tragen. Aber ja. Aber das wäre gut, wieder eine Biene. Wär's im zweiten Leben. Ja, wieso das dann? Da möchte ich ein Huhn sein. Du? Ja, da käme ich als Huhn und würde dich fressen. Ja. Dann würde ich ein Ei legen. Ja. Und dann wären wir wieder zusammen, ne? Bei uns im Hus, da bummt und dampft, die ist noch schwer ob Zack. Sie spielt noch immer Fußball und fährt doch Motorrad. Wir sind hier im jüdischen Köln, wenn es will, in Pforzheim, ist aber gut. Und wenn die Summe dacht, sie sagt, rast doch doch vor dir. Dann juten all die Straße Benz und rufen Inger her. Tante Anna, die jetzt wieder ein rufe die im Kopf wieder, lalalala, mit 70 noch im Minierung. Läuft die rum wie ne Pepebock, lief dann paar beste Dorf. Bebeis, was dat doch wieder soll. Hey, was soll der Blödsinn? Das ist der bayerische Eiertanz. Für Wochen ist uns aus dem Zoo der Nessel durchgebrannt. Der kommt mit Hot und Hü alle Straße Raffie ran. Da sprung uns dann vom Motorrad und stahlt sie in der Weg. Tschack, tschack. Da hättet dir vor lauter Schreck nen Nervenschock gekriegt. Tante Anna, die ist wieder da, rufe die im Kopf wieder, lalalala. Mit 70 noch im Nierop, läuft die Jürgen wie ne Pepebop, lief dann paar Beste da. Wer weiß, was dat doch wieder soll. Und Narren lief kölsche Mädchen und kölsche Junge. Wie stolz ist der Kölner Karneval auf ein solches Duett. Und die beiden sind in diesen Tagen 10 Jahre lang zusammen. Ich darf Sie Ihnen vorstellen, zu meiner Rechten Hans Süpern, zu meiner Linken Hans Zimmermann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Herren und Herren, zünden Sie eine Rakete an diesem nächtlichen Himmel über Köln. Tempo 1! Tempo 2! Tempo 3! Das Colonia wird Remo Kölle! Festkomitee! Hallo! Wir empfangen auf der Bühne das Colonia-Duett. Sag uns, was ist mit dir los?
Du bist ja so sauer. Ich bin sauer. Was bist du? Ich bin sauer. Ich habe doch gar nichts getan. Ich bin sauer. Ich habe jetzt schon 3 Wochen Kies auf der Butterbrot morgens beim Frühstück. Was hast du? Immer Kies auf der Butterbrot. Ich komme mal für wie eine Mainzer, du. Da hat jeder das Sachverdiener. Ich komme mal richtig durchlöchert vor. Ja, das Sachverdiener Frau uns endlich Bescheid. Sie sollte jeder anders drauf tun. Das geht doch nicht. Warum? Ich mache die Butter haben wir doch selber. Da hören Sie sich, Herr Jod, du hast gehirrt. Ja, ich habe eine Frau aus Afrika gehirrt. Was hast du? Aus Afrika eine Frau, die glühte schwarz ist. Du bist hier. Wo die Sonne so heiß ist. Wie hast du die dann kennengelernt? Durch die Zeitung. Ja, bist du dann zufrieden? Ja, ich habe die Zeitung wieder aufgestellt, ne? So, hören Sie, was ich sage, wohl, wie sieht die dann so aus? Wie die aus Süd? Ja. Schwarz. Die Güter von Afrika, wo die Sonne so heiß ist. Ja, nee, ich meine ne so. Ach, da lache ich doch nicht hin. Sind da nur Schatten? Wie ist das alles, was sie hatte? Schatten. Ach, da geht das da ja. Ist doch glütte schwarz, du Ei. Ja, und? Die Güter von Afrika, wo die Sonne so heiß ist. Mensch, was bist du blöd, du. Aber schön zenghetze. Ja, ist das prima. Die Zähne wie Sterne, du. Du bist verrückt. Zähne wie Sterne, du. Ja, ja, so prima. Ja, die kommen Nasenruss. Sag, und das Aus ist am ganzen Körper tätowiert. Was ist die? Überall tätowiert. Du, das geht doch ja nicht. Überall klein Bildschirm. Wo haben wir besungen? In Bund. Ach du Jesus, ja, findest du das dafür schön? Was? Ob du das für schön findest? Schön? Ja. Nee. Nee? Aber praktisch. Praktisch? Praktisch. Wenn wir 2 Abend schlafen, Jan, und wir haben Langeweile, du, machen uns die Bilder an. So, wenn ich dir so erzähle, höre du, da sollst du doch ein Beispiel an den Peter nehmen. An den Peter? Ja. Der Klein? Ja. Die Stinkdrüse? Ja, ja, der meine ich. Kennst du den? Ob ich den kenne? Ja. Nee, den kenne ich nicht. So, hört sich. Warum hat die auch eine Frau von Afrika hier? Nee, nicht von Afrika, aber wenn der morgens aus dem Haus geht, dann gibt der seine Frau ein Bützchen. Ob ein Schnüsschen? Oh ja. Und abends, wenn der wieder geht, kriegt die Frau wieder ein Bützchen. Abends wieder ein? Abends wieder ein. Muss der glücklich sein? So, hör uns, immer die Küsserei, das ist aber eine Schnasselerei, ne? Ja, das kann ich dir sagen. Da soll ich mir ein Beispiel nennen. Auf jeden Fall. Bist du bekloppt? Ja, wieso das dann? Ich kenn die Frau doch ja nicht. Kann sie in der Teufelsküche bringen, Mann. Ja, komm, lass mal eine singen. Ja, lass mal eine raspeln, ja? Ja. Oh, was ist das denn? Was oh, heißt das? Was war das? Eine Mümmes. Ja, ich bestimme am Lenkrad hier halt. Die Ampel war so lange Brut, Evans, ne? Ach du, dass der Finger nicht gebrochen hat, wa? Mit zwei, wir wollten noch schon länger so ne Campingwohnanhänger mit den Frauen am Wochenende raus dann in den freien Gelände. Wir hatten ein paar Jahre gespart, doch dann auf der Jungfernfahrt. Wir waren gerade auf der Autobahn, ja, da fing das Theater an. Da war eine Streife, weißt du. Wir kommen mit dem Wagen in den Schlang, die Woche so lang, ne, was war die lang? Wir konnten nur langsam die Rolle
et gun und skei no überholle. De Polizei macht Schwierigkeit. Unser Ware wird so breit. Jo, da hammer nur ein Zugemat. Et eits de Strafmandat. Da waren die Steinschläge, weißt du? Wir kommen mit Waren in den Schlag. Da hören Sie, wann heißt du das dann, dass du so komisch sprichst? Ja, ich weiß es unwahrscheinlich, ist das die Fahrerei immer noch, weißt du? Wieso das dann? Hast du dann Gedächtnisschwund? Nee, ich leide an Gedächtnisschwund. Ja. Sieg, wann heißt du das? Ich leide an Gedächtnisschwund. Nee. Sieg, wann heißt du das dann? Ich leide an Gedächtnisschwund. Ja, Sieg, wann heißt du das dann? Was dann? Jetzt waren wir 3 Stunden auf Tour und 40 Grad im Auto nur. Fahre, Bremse, Hupe, Rutsche, wir hatten Führer und Hingelblötsche. Wir kommen aus dem Wagen nicht raus, noch nicht ins führen Winkelpaus. Ja, der Hammer durch die Tür gemacht, auch wieder ein Strafmandant. Des Nachmittags im Halle vor 3, da quetschen wir uns aus der Reihe. Zum Straßenrand sind wir gekroffen, parken und dann Essen kochen. Ne Peterbahn kommt angefahren, die riefen, wir sollten wieder fahren. Dafür kein Eier mit Spinat, aber wieder ein Strafmandat. La la! Wo Radio Luxemburg? Der ganze Ware war abgebrannt, 2 Fälle, ein Axt und ein Rückgewand. Der Kleider zerrissen vor Schreck, Jan Stief, da war alles, was noch übrig blieb. Hungrig und mit dem leeren Magen, so sind wir dann wieder nach Hus gefahren. Jetzt zahlen wir in Rate all die Strafmandate. Sag mal, du bist so stief, hast du Schwierigkeiten? Ich habe einen Hexenschuss. Den Hexenschuss? Ja, schon einen Hexenschuss. Kannst du dich nicht mehr bewegen? Nee, nee, mir geht alles weh. Musst du Yoga machen? Yoga? Yoga, das sind Lockerungsübungen. Was ist das dann? Das ist ein Emma Wasser, ja. Die Füße rein, ja. Und der Finger in der Steckdose. Ja. Und einen Vorschlag. Wo hast du denn den Hexenschuss her? Den habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch meine Jaden umgegraben. Umgegraben? Der Jade? Ja, und haben wir doch für so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja. Im Jade? Ja. Und da muss ich mich ja bücken für den umzugraben, ne? Bücken? Ja, im Jade doch. Im Jade? Wegen der Heck? Wegen der Heck, ja. Ja, und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Vom Böcke? Ja. Muss der Jade nicht mehr zur Höhe legen. Musst du aufpassen mit dem Hexenschuss? Warum das dann? Das geht wie? Ja, das kann ich dir sagen, dass das wie geht. Vor allem morgens, wenn man wach will. Was hat das dann damit zu tun? Mensch, das ist aber ja keine Erfahrung, wa? Wieso das dann? Tönt das nicht der Schutz vor, das sind die Hexen neben dir. Komm, lass mal eine Jürgen, ja? Ja, Jürgen, mal eine. Los, gone, Liverpool. Was heißt das dann wieder, los, John, Liverpool? Das ist Englisch. Ja, und was heißt das? Los gone, Liverpool. Was heißt das dann, Los John Liverpool? Los John Liverpool.
Wieso bist du blöd, du, ehrlich? Sie hören, was hast du da für ein Instrument? Ist das neu? Ja, ist neu, hast du mal einfliegen lassen. Ja, woher dann? Aus Afghanistan. Wo liegt das dann? Zwischen Oplan und Leverkusen. Ja, kannst du mir dann nicht sagen, was das für ein Holz ist? Das ist ein Spezialholz. Was ist das? Ebenholz. Was ist das für ein Holz? Ebenholz. Ja, wieso? Weil das Ebenholz ist. Sie hören uns, was ich sagen wollte. Du gehst doch öfters nach dem Zoo hin, ne? Nach dem Zoo? Ja. Du warst jetzt dreimal, bist du wieder heimgegangen. Ja, wofür das dann? Ja, da steht ja Zoo. Wir zwei, wir basteln jeden Tag, da können wir nicht für. Und alles, was sich so bewegt, haben wir Interesse für. So haben wir neulich schon so das Abbevolk studiert. Die Fuchsität und Schnelligkeit, die hat uns imponiert. Wir leben auf der Stelle, nur dem Patent am Schnell. Sag reiste, was man müde. Man müde jetzt von der Affen an. Dass man hück bei dem Verkehr, aber wie ein Arzt so springen kann. Dafür haben wir jetzt Bälle, bei uns für alt und jung. Da ist ein Apfelserum drin, ja, da bliebe mir im Schwung. Rabadabadab, rabadabadab. Kannst du mal sagen, was das soll? Das will ja keine Ahnung vom Tanzen, wa? Ja, was ist das dann? Der doppelte Ritzbeier, du Ei. Wenn man in die Jahre geht, dann nimmt man Pillen hin. Man isst nur das, was Kraft uns gibt, mit Vitamin schon drin. Und wenn der Kreislauf ist gestört und quält durch Schias, dann weht zum Schluss bei all dem Korn mit Lippen und zur Last. Ja, mir zum Doktor dann, dann seht der liebe Mann. Sag, weißt du, was man mögt? Man mögt ja von der Affen haben. Dass man hück bei dem Verkehr wie ein Affe zuspringen kann. Dafür haben wir jetzt Bälle. Bei uns für alt und jung. Da ist ein Affe sehr rund. Ja, dann bliebe mir im Schwung. Sich der Mensch, da war ja los. Da wurde sich geklappt, am Boden gewälzt, ein Loch und ein Bach in der Joss. Wir liefen dahin und wir wollten nicht singen und wir kreizen dann doch für die Bier. Ob einmal ihr schrei, da kommen noch zwei und da, das waren wir. La 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 la. Hallo, Rutsi. Da hören Sie, was ist das dann? Das ist der Takt. Und plötzlich stummten wir mitten im Spiel und der Sturm ging über uns vor. Wir riefen noch abseits, das nutzte nicht viel. Uns Kleider, die waren kaputt. Da sahen wir rot und wir kreischten der Rot und wir gingen heran wie ne Schier. Geschlagen, ihr Trottel und Kontra, ihr Butter, ja, und das waren wir. La, 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 la. Du, da ist sie wieder. Wer? Der Takt.
man nicht mitzurecht, es waren doch leider zu viel. Im Stadion, da hinget und schlecht, man kreischten zu schwer für der Brille. Und in dem Tumult, da rufen die noch mit Tomaten, mit Eier und Bier. Zwei Mann, die Noten aus der Mülltonne, und Russi und da, das waren wir. La 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 la. Ah, Lu! Was ist denn jetzt Lu! Wer ist der Rummel gerutscht? Wer? Der Dachmann! Auf einmal rennt alles wie Welt durch den Ein und schnell wieder blitzen Deck. Wir waren noch einmal ganz allein und saßen betrappelt im Dreck. Die Schutzmänner kommen durch die Straße rauf, ich hoffe keine lange zu dir. Die letzten zwei, die haben sie vor Haft und das, das waren wir. Jetzt könnt ihr ganz Fürnehmes, jetzt könnt ihr Lateinisches. Il Colonia Duetto. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich hoffe, dass ich sie heute Abend noch alle zu Gesicht bekomme. Aber so jeder doch. Beste nur da. Oh, ladies and gentlemen, Showtime. Hör auf mit dem Verzell, Showtime. Du bist doch bloß neidisch, wenn ich das Mädchen etwas in dem Foyer gebützt hätte. Ich hatte ein Mädchen geküsst. Und angelacht. Oh, und ja. Angelacht. Oh ja. Das ist Geschmackssache. Wieso das dann? Wie ich das erste Mal gesehen habe, musste ich auch lachen, ehrlich. Du hast es gerade nötig, gerade du. Yes. Ich meine, du sollst uns jetzt für den Fjord und der Wede zieht, dass du uns jetzt abnimmst. Ich habe doch gerade eine Schlankheitskur gemacht. Was hast du dann für eine Kur gemacht? Eine Essigkur. Was ist das dann? Essigschwatt oder Essignix? Guck mal hier. Mach doch auch mal eine Schlankheitskur. Was soll ich auch eine Essigkur machen? Auf die lange Basis musst du nehmen, das was ist besser für dich. Was ist das dann? Lange liegen. Liegen? Liegend abnehmen, das und, ist gut. Und dann nehme ich ja. Ach, ich habe da Ausgrabungen gesehen im Fernsehen. Mein Gott, verdammt, ich schmal. Oh. Du hast ja die Rat nötig, so jetzt gesagt. Du sollst so ein bisschen Sport machen, so wie ich das auch tun. Machst du Sport? Ich mache Sport. Los, ich fahre immer mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das hilft mir viel. Ja, du sollst auch uns Sport machen. Du fährst Fahrrad, ne? Ich fahre Fahrrad. Selbst, live. Oh ja. Das muss aber sehr blöde aussehen, wenn du auf dem Rad sitzt, ne? Ja, wieso das dann? Haben Sie schon mal ein Ei auf dem Fahrrad gesehen? Aber du tust auch uns jetzt Sport machen. Ich mache viel Sport, ich bin Masseur. Was bist du da für ein Masseur? Ich massiere Frauen, ich habe eine Fußball-Damenmannschaft unter mir. Ja und? Die muss ich massieren. Ich bin vereidigt, weil ich hübsch und gut aussehe. Und die denkst du massieren? Ja, ich bin sehr gefährdet. Wie mäst du das dann? Das ist eine körperliche Angelegenheit, da musst du voll zuschlagen. Ja, wie dann? Da sind ja Frauen bei wie Kleiderschränke, da muss ich die Schubladen polieren. Verstehst du? Da musst du voll... Ja, kannst du mal sagen, was das immer ist? Die nächste bitte heißt das. Das ist körperliche Anstrengung, ja. Jetzt will ich dir aber uns jetzt sagen, yes. Ich habe mir ja jetzt eine Freundin angeschafft. Eine tofte Frau, ein nettes Mädchen. Da kann ich jetzt immer 4 Stunden mit durch den Wald spazieren. Das freut mich, Herr Jägermeister. Oh ja. Freut mich, jawohl. Sollst du noch einmal in den Wald kommen, bleib direkt da, versteck dich für Ostern, wenn die Kinder kommen, ne, oder? Meine nur, ne? Ich habe auch eine Freundin. Was ist damit der? Die kommt aus London bei England.
Aha. A lovely girl. Ja. A lovely girl. Wir sprechen ja nur Englisch. Ja. Yes. Was sage ich? Wenn ihr was sage, ich sage, you give it vigor und so, weißt du? Ja. Und sie sagt, I give him vigor, weißt ja. du? Anders sagt ja, nicht, ja. Yes. Ja. Oder I love you. Ja. I love you. Ja, und? Das heißt, ich liebe dich. Ja. Oder I love you too. Was ist das dann? Ich liebe dich zweimal. Und dann geht das immer so weiter und so weiter. Und das Eigenartige und das Schöne dabei ist ja, wir gehen jeden Tag 2 Stunden ins Heu. Was hört ihr? 2 hours in the Heu. Yes, yes. Ja, kannst du mir dann auch uns sagen, was ihr da macht? Das weiß ich auch nicht genau, aber es könnte mein Hobby werden. A lovely girl, is that a lovely girl? It's Wahnsinn. It's lovely. Da musst du aber Englisch können, wenn du so ein Mädchen kennenlernen willst. Da musst du Englisch sprechen, perfekt. Englisch? Ja, du kannst ja kein Englisch. Nee, ich spreche. Da wirst du auch nie eine Engländerin kennenlernen. Aber meine Frau, die spricht Englisch. Deine Frau spricht Englisch? Oh ja. Ja, das stimmt. Das habe ich gestern Morgen beim Frühstück gehört. Wieso das dann? Wie sie zu dir gesagt hat, SDI. Ladies and Gentlemen, Zimmermann singt jetzt. Es wird furchtbar. Ich hab euch gewarnt. Hast du ne Schreiberjade, was da bist los stand? Merke dir am besten, komm, ganz ne Badejong. Es gehen Äppel und gehen Pumme und kein Röhngemüß. Lauf nicht durch das nasse Gras mit Fleck, je matte Füll. Ja, weiset nicht, na, et könnt ja sehen. Radioaktive Strahlen werden drin. Und du bist die in alle Knochen dann. In guter Zicht, da weißt du balla balla an. Nur wenn blem blem ist, merkt er sehe nicht. Wölbse das mit dem Rennen unter Kütt. Merkst du uns im Mitternacht, dass die Frau nicht schlief? Dann ist bestimmt in Stollmatratz radioaktiv. Drum bot ihr jetzt in deinem Bett ne Geigerzählerin. Du süßet an den Dingen dann, ob in dem Bett jetzt drin. Jo, weiset nicht, et könnt ihr sehen. Radioaktive Strahlen werden drin. Und du bist die, wenn alle Knochen dann. Hey, guter Zick, da bist du balla balla an. Nur wer blem blem ist, merkt das eh nicht. Der Hüchse das, mein Brenner und der Kühn. Mor weset nicht. Aber hat ich dir erzählt, dass ich in Afrika gewesen bin? Du warst in Afrika? Oh ja, Junge. Im schwarzen Erdteil. Oh, da war ich toll. Ja, es ist der Otto. Aber ich habe aus Afrika meiner Frau ein Souvenir mitgebracht. Einen echten Chinchilla. Oh. Oh ja. Ei, ei, ei. Ein Chinchilla für Frau Zimmermann. Hat sie sich aber gefreut. Da kann ich da sagen. Ach, die Zimmermanns kann sich ja unwahrscheinlich freuen. Ich hab dir, Endo, du weißt überhaupt gar nicht, was eine Chinchilla ist. Ich weiß nicht, was ein Chinchilla ist. Nee. Eine bodenlose Frechheit. Eine bodenlose Frechheit. Weißt du, was eine Chinchilla ist? Was dann? Ein Chinchilla ist und bleibt ein Chinchilla. Aha. Ist der bekloppt. Ich kann dir einen guten Tipp geben. Was dann? Mit Penicillin kriegst du die Krankheit weg. Ich will uns jetzt sagen, du sollst doch für den Körper tun. Not sie wie aussehen, alles durch Sport, das hält mich fit. Hat dir heute schon jemand gesagt, dass du schön bist? Nee. Dann hatte ich auch heute noch keine Belohnung.
Oder hast du dich mit Sandseife gewaschen? Wie gehst du denn da drauf? Sie ist ja bescheuert. Ja, ist Idiot. Wenn man überlegt, dass der Zimmermann 15 Jahre nur im Dunkeln gelebt hat, weil natürlich der Strom nicht bezahlt hatten, die Eltern, gell? Und nur von Bananen gelebt hat. Die musste die von der Erde suchen, die Bananen. Es war immer dirty. Alles musste abtastend. Feeling. Oh, 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 feeling. Mit 30 Jahren hatte die erste Freundin ja, Miss Peggy aus dem Phantasialand. Ja, jetzt reiche mir, Papa. Beide waren so hübsch, die sahen aus, als ob sie gerade von der Geisterbahn entlassen worden wären. Ja, ist es. Ehrlich, wenn die zum Tanzen gingen, hat die Kapelle immer gedacht, die hätten einen Film gedreht, Starnetz, weil die so kriminell aussahen. Da hat die Kapelle immer gespielt. Ja, da ist ja. Du wirst doch bloß neidisch. Der war als Kind so hässlich, kein anderes Kind wollte mit dem spielen. Ja, wieso das dann? Darum hat seine Mutter immer ein Kotelettknöcherchen hinters Öhrchen getan. Ja, wofür dann? Deswegen ist der Hund mit ihm spielt. Ich will dir uns jetzt sagen, du. Die Snaresminger waren im Brandjäger und ich war mit verbrannt. Da stündst du jetzt hier ganz allein. Du hast in deinem Auto gesessen? Oh ja. Wie der am Brennen war? Oh ja. Eine heiße Angelegenheit. Da waren viele Menschen da, wa? Oh ja. Ein Wahnsinnsauflauf. Oh ja. Ein Eierauflauf. Polizei war da. Und die war auch da. Die kann man ja löschen. Auch vor allem die Feuerwehr löscht, ja, ne? Die ja, Polizei, die war auch die da. Haben ja, Funk, das geht ja, Blickstelle, bist ja nicht unbekannt. Zimmermann brennt! Ei, 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 mein lieber Freund, du. Du liebst aber sehr gefährlich. Ich weiß das ja. Mach dein Sakrament für die Hinterbliebenen. Das heißt nicht Sakrament, das heißt Testament. Ist doch ja, wie das heißt. Hast du an mich gedacht, bevor du kalt wirst? Ja, an dich hatte ich ganz besonders gedacht. Ich lasse mich nämlich verbrennen. Du lässt dich verbrennen? Oh ja. Da kannst du auch im Auto sitzen bleiben. Ist der geizig. Hat in seinem Leben nie gearbeitet, aber will verbrannt werden. Oh ja. Du Faulenzer. Mhm. Aber schwöre dir, die Asche kommt in die Eier oder musst du arbeiten. Ja. Ladies and Gentlemen, Sie sind ein very nice Publikum. Leute, die so nett sind wie Sie, müssen gestraft werden. Darum machen wir jetzt eine Zujahre. Und zwar machen wir jetzt für Sie einen Blues. Black Man Music. Zimmerman Blues Song. Das ist Exciten-Blues. Der spielt unwahrscheinlich, der Typ. Ehrlich. Wir können sie für sämtliche Veranstaltungen haben. Der spielt auf Kindorf, Hochzeit, Beerdigung, Hirnrichtung und überall spielt er. Der hat vor 14 Tagen ein Konzert gegeben in der Sporthalle. 50.000 Menschen. 50.000 People. Da ging's raus und rein. Mehr raus, aber toll, ne? Aber Leute, die da geblieben sind, die haben geschrien. Was spielt der? Was spielt der? Für ein Scheiß. Aber ich muss ihn in Schutz nehmen. Gerade an diesem Abend hatte er beide Hände in Gips. Er konnte die Gage nicht in die Hand nehmen. Da hab ich sie abgeholt. Nun zum Blues. Der Blues kann man erkennen an der Körperbewegung. An den Gesichtszügen. Das ist der Blues. Wenn mir zwei des Morgens aufstand. Oh yeah, yeah, yeah. Wäsche mir uns schnell der Hals. Und
wir trinken kahle Kaffee. Oh, Chibo-Time. Esse schnelle Brot mit Schmalz. Und dann kochen wir zwei Eier. Hä? Ist der mutig? Ein paar Brücher fein belagt. Und das haben wir dann uns Frauen. Leise an das Bett gebracht. Jetzt mach ich Chor. Ganz alleine. Haben wir früher zu zwei Mann gemacht, mache ich jetzt ganz alleine. Ich bin selbstständig. Du war, du war, du war, du war, du war. Und dann kehren wir ins Zimmer. I clear my kitchen. Und wir spülen alles ab. I clear my kitchen too. Was mit zwei am Abend fürher? Well, I the day before. Nicht mehr alles angeschafft. Und dann machen wir de Geschwein. I clear my kitchen tree. Stellen ein paar Blümchen hin. Und ein paar Flowers auf der Tibro. Doch dann jammer wieder nur. I'm not looking. Ob sie abgestanden sind. Background Nummer 1. Momento, der Künstler muss sein Schweiß abputzen. Oh, Entschuldigung. Ich bin vielseitig. Ich könnte ja auch so spielen. Mach ich den Kindern immer mit Freude. Konzentrieren, konzentrieren, konzentrieren. Wahnsinn. Hallo, Blues-Fans. Und dann tun wir uns da Hoda. I do the head of my head. Schnappen uns die Einkaufstasch. Einkaufstasch auf Spanisch, Labugo, El Saco. Und dann gehen wir in das Städtchen. Dann eigentlich in the City. Kaufe schnell noch im Geschäft. Fleisch und noch Gemüse für Mittags. Oh, Meat und Gemüse. Packen noch jetzt süßes hin. Und sweet, 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 lulli, lulli. Doch dann jammer wieder loren. I go looking. Ob sie abgestanden sind. Background Nummer 2. Konzentrieren, ne? Die Kartoffeln sind am Kochen. Ja, mein Äpfel sind am so kölsch. Was ist das da? Moment. Und der Tisch ist schön gedeckt. Oh, eigentlich ist eigentlich auch das Fleisch ist schon gebraten. Genau. Und die Suppe abgeschmeckt. Da ob einmal jede Tür auf. Eine Tür open. Und uns Frauen für uns starten. Die Eisenrolle, die schon in der Tour. Doch da geht es der Watze sagen. Was hat ihr zwei dann bloß getan? Du! Ja.
haben uns wieder viel, viel Freude gemacht. Sie haben der Saal begeistert und Russe den Menschen auch Freude gemacht. Hans Süper und Hans Zimmermann. Und was haben Sie verdient? Kommando 1, 2, 3. Kommando 1, 2, 3. Kommando 1, 2, 3. Und in Kolonia-Duett lassen wir ausrufen dreimal. Kölle! 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 Wer? Der eine. Was ist da mit dem Mann? Mit zwei, wir haben dieselbe Frau. Ja, und da hast du nichts hierher? Ob ich da jetzt hierher habe? Ja. Nee, das ist doch sauber. Ja, ja. Ist alles so jetzt, ne? Was kratzt du da immer auf dem Hoden rum? Wieso? Wenn ich doch hier am Kopf habe, dann muss ich mich doch kratzen, du Puppenkopf. Ja, da dunter doch der Hodus, da kannst du nicht wissen, ob dem Kopf kratzen. Wieso der Hodus? Stehst du der Hodus, wenn du hier am Fötchen hast? Immer die Bemerkungen. Was meinst du denn da? Nee, ich hab mich gerade eingelacht. Ja, da wusste du aber ja nichts drauf einzubilden. Doch, doch. Nee, wie steht jetzt einmal die Sinn, dann muss ich auch lachen. Das ist gerade nötig. Das ist ja zwei Köpfe zum Wessel. Wir zwei wollten essen, zwei wollten ham ham. Und da kommen Fleisch und summt uns immer, summt uns immer, immer immer gesehen. Wir staunten uns dumm, das war schwer, und loten nicht hin. Du sollst die Obemo in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Sie war wieder da. Sie summte von dick und sie brummte von nah. Herr mein Pantoffel, jetzt wieder zu viel. Ja, da war sie verschwunden und alles war still. Wir zwei wollten lesen und da kam die Pflicht. Und summte uns immer, lalalala, immer immer Gesicht. Wir fanden die Zeitung und machten einen Pritsch. Und wenn die jetzt gibt, dann wird sie ja flitsch. Da kam sie von hinge. Das Schweine. Mir helfen der Hand. Ganz konzentriert und alles gespannt. Da soße um dich. Drauf mit dir Brüll. Ja, da war sie verschwunden und alles verschwunden. Komm, soße mal wieder, auf wieder die Pflicht. Bin ich zu schnell? Moment, 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 Moment. Sie lebt ja noch. Moment. Und summte uns immer, immer, immer Gesicht.
jetzt kräht er mal Wut, das ist so flohem. Mir rannte wie Bilder im Zimmer herum.